Der gute Marco weiß, wie schnell geht. Vize-Weltmeister 99 im Riesenslalom. Um den geht's heute. Riesenslalom. Aus den ersten 10 sind 8 schon mit Medaillen dekoriert. Die einzige, die keine Medaille hat, Federica Brignone mit der 4, die muss mit Wut im Bauch heute fahren. Meta Robert, das ist so ein Dark Horse, die mag es eisig und das könnte heute der Vorteil für sie sein. Mit 30 zum ersten Mal unter den besten 30 im Start eines Riesenslaloms, Andrea Filser. Es verspricht hochspannend zu werden, weil es viele gibt, die heute an die Medaillen greifen können. Und natürlich spielt da eine Rolle, wer schon eine Medaille hat, wie zum Beispiel Marta Bassino, die Goldene im Parallelwettbewerb, der tut sich etwas leichter. Und natürlich tut sich auch leichter, wer schon zweimal Weltmeisterschaftsgold in dieser Disziplin geholt hat. Zum Beispiel Tessa Worley. Also ganz interessante Grundvoraussetzung. Und auch sie, Michelle Giesin, hat schon Bronze in der Kombination. Ist eine exzellente Allrounderin, hat sich vor diesem Start noch mal mit Musik ein bisschen in Stimmung gebracht. Und die hat Spaß und Freude und kommt ans Gatter schon mit dem, vielleicht haben Sie es gehört, Spruch, das ist so geil heute. Also schauen Sie, wunderschönes Panorama, herrliches Wetter. Allein die Piste wird heute möglicherweise uns ein Fragezeichen mitgeben. Marco ist schon da, schon lange da. Und das werden wir beobachten. Marco, schauen uns aber erstmal den Kurs an und hoffen auf Michelle Giesins gute Leistung. Ja, dieser Kurs ist ausgeflaggt auf der Original-Damen-Abfahrtsstrecke. Da oben haben die Damen, die Frauen schon Möglichkeit, gut in den Rhythmus hineinzukommen. Es ist ein sehr langer Riesenslalomlauf. Der obere Teil hier etwas steil, dann die lange Kurve nach rechts. Das Gelände hier nicht allzu steil, es hat Übergänge. Die Piste ist sehr eisig in diesem Abschnitt hier, man sieht das, man kann es auch bestens hören. Es ist ein langer erster Durchgang, auch der zweite wird lange sein. Es ist gespickt mit 4 langgezogenen Toren, im Fachjargon Bananen, so wie das hier. Und hier gilt es unbedingt, diese Übergänge gut zu treffen. Michelle Giesin macht das gut, Tempo mitzunehmen. Wie gesagt, es ist hier nicht allzu steil. Und hier brennt dann die Sonne auf den Schnee und das wird den Schnee in der obersten Schicht leicht aufweichen. Das haben wir ja bei diesen Parallel-Riesenslalom schon gesehen. Und das sind dann die letzten Tore hinunter bis zum Ziel. Und weil du gerade die Temperaturen ansprichst, 4 Grad plus oben und unten im Ziel. Und man sieht es an der Reaktion von Michelle Giesin, da brennen ja die Oberschenkel. Ja, es ist fordernd. Im oberen Teil müssen sie stark arbeiten, um Richtung zu machen, und die Ski in dieses Eis zu krallen und dann die Länge. Die macht es aus. So, jetzt kommt Marta Bassino. Und die Hoffnungen und Erwartungen der italienischen Ski-Alpin-Fans ruhen genau auf ihr, auf dieser Medaille, die so lange schon nicht mehr in den Händen war, einer italienischen Riesenslalom-Athletin. Die letzte war Deborah Compagnoni, 96-97. Lang ist her. Sie hat 4 von 6 Wettbewerben in diesem Weltcup-Winter schon gewonnen. Und sie ist ruhig, hat gestern noch mit Sofia Goggia ein Motivationsgespräch gehabt. Die verletzte Italienerin extra reingekommen, um noch mal mit ihr zu sprechen und ihr auch zu sagen, Mensch, du hast doch schon eine Medaille, jetzt fahr so, wie du das die ganze Zeit gemacht hast im Weltcup. Ja, dieser Rückstand ist zu erklären. Achtung, kurz ausgerutscht. Bevor es flacher wurde, war sie etwas direkt unterwegs mit ihrer Linienwahl. Da war sie auch da wieder tief geraten. Ja, und hier ist es flach. Und schon hat sie 1,04 Sekunden zu Giesin Rückstand. Große Überraschung. Ja, das ist eine sehr große Überraschung. Ich habe mir gerade gedacht, bei diesem Übergang, wo quasi ein blindes Tor folgt, das könnte auch noch eine kleine Schlüsselstelle werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass da heute noch ein paar andere ihre Probleme haben werden. 1,20 Sekunden der Rückstand von Marta Bassino. Und jetzt ist natürlich ihr Auge auf das, was die anderen machen. Wir gucken hier nochmal die Fehler an.
Ja, das ist genau das, der obere Streckenabschnitt. Da war sie zwei Tore sehr direkt unterwegs, musste lange auf dem Außenski stehen, nachdrücken. Und danach kommt die große Rechtskurve in das flachere Teilstück. Da fehlt selbstverständlich das Tempo. Ernüchterung bei ihr. Ja. Ja. Petra Vilchová hat bei der letzten WM in Ore den Titel im Riesenslalom geholt, will den heute verteidigen. Hat so ein bisschen Fragezeichen hinterlassen nach dem Auftritt bei dem Parallelwettbewerb. Ist da gestürzt, hat sich verletzt. Nein, hat sie nicht. Hat sich dann so ein bisschen zurückgezogen, um sich vorzubereiten auf diesen für sie möglicherweise am wichtigsten oder für sie den wichtigsten Wettbewerb. Wir gegangen ins flache Teilstück, viel besser gelöst als Pessino zuvor. Mhm, Schlagdistanz. Aber auch sie hat Rutschphasen drin. Auch man hört das ziemlich gut, wenn man den Außenski ein bisschen anschaut, wie er sanft wegrutscht. Das war bei Gysin besser. Übergang gut erwischt. Ja, besser als Pessino. Mhm. Ganz leicht rutscht ihr der Außenski immer weg, bei jedem Schwung. 64 Hundertstel Rückstand, ist das eine Frage der Abstimmung? Vielleicht so eine Mischabstimmung für weich und hart und eisig? Petra Vilchová kann die Zeit von Michelle Gysin nicht unterbieten. 83 Hundertstel Rückstand, zunächst mal Zweite. Ja, du hast es angesprochen mit dieser Abstimmung, weil sie ist ja Markenkollegin von Gysin, von daher müsste sie auch genügend Grip haben, aber bei jeder Kurve ist der Außenski ganz sanft weggerutscht und das sind halt die entscheidenden Kilometer pro Stunde, die sie da liegen lässt. Sie muss die Wut, die sie im Bauch hat nach verpassten Medaillen, nach einem fürchterlichen, für sie das schlimmste Rennen überhaupt, Parallelwettbewerb, umsetzen auf diesen Kurs. Das hat ihr Sofia Gocha empfohlen und sie greift an, aber wirklich auf letzter Rille. Das war eine heikle Situation, gut gelöst, gut gerettet. Linie passt hier, Schwung mitnehmen, hinaus. Gut, sehr eng, sehr eng. Auch sie, Markenkollegin von Gysin und Vilchová, aber sie hat mehr Grip. Achtung, Oberkörper nicht verdrehen. Das sieht ansonsten sehr gut aus. Gibt sie etwas Raum hier. Ja, 200 Achtung! Ran. Und dann nein, dieser Fehler und sie ist raus. Es war die letzte Chance für sie auf eine Medaille, denn im Slalom ist sie nicht dabei, kann da nichts reißen. Das war der Fehler im oberen Streckenabschnitt, das hat sie wirklich artistisch gelöst. Aber unten dieser Übergang, die Schulter, die Außenschulter war weit hinten, sie kriegt keinen Druck auf den Außenski, rutscht weg. Es ist eisig, es ist enorm eisig da. Schauen Sie, Außenschulter weit hinten, es ist eisig, kein Druck am Außenski. Und dann passt das nicht mehr, keine Chance, das nächste Tor zu erreichen. Die Gesamtweltcup-Siegerin des Vorjahres ausgeschieden. Eine, die hier, wenn es normal gelaufen wäre, wir haben aber mit Sofia Gocha rechts, die verletzt ist, die Leaderin des Teams. Ja, zurück zu Brignone, die hätte mit mehreren Medaillen hier dekoriert werden können. Michelle Gysin im Moment mit einer Medaille Bronze in der Kombi schon dekoriert. Und vielleicht wird es ja heute noch eine Medaille. Lara Gut-Behrami ist in vielleicht der besten WM-Form ihrer gesamten Karriere. Gold in der Abfahrt. Bronze im Super-G. Umgekehrt. Ja, sorry. Auf sie bin ich enorm gespannt. Sie hatte diese Rutschphasen oft zu Beginn des Schwunges, vor allem wenn es steil ist. Aber von hier weg, das ist ihr Gelände. Das kann sie. Und du hast es gesagt, sie ist in der WM-Form ihres Lebens. Selbstvertrauen ohne Ende. Aber doch zu Beginn der Schwünge viele Rutschphasen. Das sehen wir da. Immer wieder den Ski leicht querstellen. Das kostet Tempo. Hoi. Ja, 1200 voraus. Sofia Gocha, die unten im Ziel guckt, hat das vorhergesagt. Sagte, sie ist mental die Stärkste bei diesen Weltmeisterschaften. Mein Gott, wenn sie diese leichten Rutschphasen noch wegbringen würde, wie schnell wäre sie dann? Ja, das ist ihr Gelände, das kann sie. Im Parallelwettbewerb noch zu viel gedriftet. Macht sie heute wesentlich besser. 26 Hundertstel der Vorsprung. Gleich haben wir auf 1 und 2... zwei Schweizerinnen und es sieht danach aus, als wäre es Lara Gut, die diesen Riesenslalom anführt.
So ist es, die 26. ins Ziel gerettet, der Vorsprung vor Gisin. Ja, das war stark. Da sehen wir diese Driftphasen, diese Rutschphasen, bis der Zeitpunkt passt und dann bringt sie maximalen Druck drauf, wenn sie das noch abschalten kann. Oh, und der Ärger von Federica Brignone. Das ja. Schmerzlich. Tut uns allen wirklich leid. Ist eine tolle Sportlerin, faire Sportlerin. Und sie hat schon zweimal den Titel geholt. Tessa Worley, auch sie in einer sehr guten Form. Alles hat sich auf die Weltmeisterschaften hinzugespitzt. Ist immer besser geworden in der Weltcup-Saison. Und sie kann dieses Gelände. War schon 2009 übrigens hier, eine der wenigen. Übrigens Lara Gut auch, als hier zum letzten Mal Riesenslalom gefahren wurde, 2009, 2010. Sie kann dieses Gelände sehr, sehr gut, vor allem im oberen Streckenabschnitt. Da, wo es steil ist, ist sie eine exzellente Technikerin. Null Rutschfahr. Achtung, Brignone Tor, ja. Auch sie rutscht da weg. Ja, sie ist eisig. Soviel ich weiß, ist das deine Favoritin für heute. Ja. Für den, ja. Kein schlechter Tipp. Da sind doch diese ein, zwei Fehler drin. Das kostet jetzt Zeit. Oh, 77 Hundertstel reicht im Moment für Rang 3. Noch vor Petra Vlhová. Aber es ist einfach schön, hier zuzusehen, wie ruhig der Oberkörper ist. Die Beinarbeit vorbildlich. Und Tessa Worley mit 84 Hundertstel knapp vor Vlhová an Position 3. Ja, angesichts dieses Fehlers, den sie da eingebaut hat, ist die Zeit gar nicht so schlecht. Auch sie lehnt sich ein bisschen nach hinten. Ja, draußen, sie rutscht ihr weg. Er hat es gut gerettet. Ja, sie darf sich ärgern. So, jetzt sind wir gespannt. Angeblich, sagt Mike Day, ihr Trainer, hier ist Michaela Schifrin, nicht so viel Riesenslalom trainiert. Gold in der Kombi. Dann hat sie auch noch Bronze geholt im Super-G. Und sie ist immer, wenn sie an den Start geht, das muss man einfach so sagen, eine Favoritin. Ja, ist so schön zu sehen, wie die Damen gut fahren. Wirklich grandios. Die Bilder sind einfach super. Geniale Technik. Achtung, Oberkörper leicht verdreht, da gerät sie deshalb etwas tief. Jetzt kommt dann die Stelle Brignone. Kleine Unsicherheiten, auch sie hat Rutschphasen drin. 39 Hundertstel der Rückstand, Brignone-Eck gut gemeistert. Ja, aber das folgende Tor nicht. Da hat sie eine Streckphase drin gehabt, ist tief geraten, musste leicht einen weiteren Weg fahren. Was meinst du mit Streckphase? Erklär das den vielen, die jetzt nicht immer Weltcup gucken. Ja, der Arm geriet nach oben, der Körper war komplett gestreckt. Sie musste einen leichten weiteren Weg fahren. Der Druck im Tor zuvor war ein bisschen zu stark. Aber mit 27 Hundertstel Rückstand ist sie unter den besten drei, wenn sie das hält und wenn sie keinen Fehler mehr macht. Michaela Schifrin kämpft hier und heute mit um eine Medaille. Es ist die schnellste Zeit! Was immer, aber auch immer wieder passiert bei Michaela Schifrin. Die hat irgendwo einen Knopf für das letzte Fünftel einer Streckenpassage, einer Strecke und holt da Zeit raus, wo sich jeder am Ende fragt, wie kann das denn sein? Wie kann das sein? Sofia Goggia in der Mitte, rechts Marta Bassino. Dann haben wir vorhin kurz diese Streckphase gesehen. Ja, beeindruckend, weißt du, mit diesen Fehlern immer noch Bestzeit zu machen. Sarah Hector, gestern Silber im Team-Parallelwettbewerb geholt. Die kann frei auffahren und auch sie ist in der Lage, einen Riesenslalom, bei dem es nicht ganz so eisig ist, gut zu fahren. Der aber könnte ihr möglicherweise nicht so ganz passen. Rutscht ihr weg. Ja, die letzten zwei Tore vor der großen Kurve, da war sie direkt. Zu direkt für meinen Geschmack. Ja, diese eisigen Verhältnisse, die passen ihr nicht. Sie hat es gar nicht, wenn es ein bisschen griffiger ist. Das sieht man. Die war ein bisschen direkt. Im zweiten Teil des Schwunges muss sie langen Kantendruck geben, um überhaupt noch die Richtung zu machen. Die Säße weit hinten, der Schwerpunkt etwas weit hinten. Hier nochmal die letzte sogenannte Banane. So,
Hier ist es griffiger. Hier sollte sie jetzt aufdrehen. Ja, verliert weiter. Ja, das passt nicht ganz. Im zweiten Teil des Schwungs bleibt sie etwas sitzen. Schwierig, den Schwerpunkt wieder nach vorne zu bringen. Da kann sie kein Tempo generieren. Angehängt am Tor. Oh, kostet auch noch mal Zeit. Ja, ja. Das ist schade, denn Sarah Hector hat nun mit 2,24 Sekunden Rückstand eigentlich keine Chance auf eine Medaille. Die ersten vier im Moment innerhalb einer Sekunde. Also müsste ihr ein zweiter Lauf gelingen, der jenseits der Realität wäre. Also ein Zauberlauf. Mina Fürst-Holtmann, ihr erster Riesenslalomstart bei einer WM. Siegerin in Courchevel. So weit. Ja, die Ausfahrt in das flachere Teilstück gar nicht gut gelungen. Hat den Oberkörper weit nach innen gelehnt, rutscht da weit weg von der idealen Linie. Auch hier, das sehen wir, das ist so ein leichter Motorradfahrstil. Oberkörperkopf lehnt sich stark nach innen und dann ist zu viel Druck auf dem Innenski und nicht auf dem Außenski. Und das äußert sich genau bei diesem schwierigen Tor. Nochmals, es ist sehr eisig in diesem Streckenabschnitt. Es braucht hier eine Gewichtverteilung, ich sage es mal 70% Außen-Ski, 30% Innen-Ski. Ja, das wird nichts. 2,17 jetzt schon zurück. Der Kurs ist übrigens gesetzt worden von Hannes Zöchtling, dem Techniktrainer der Österreicherinnen. Also, da kommen ja noch einige, unter anderem Katharina Linsberger. Mal schauen, was die auf diesem Kurs dann zaubern. Mina Fürst-Holtmann abgeschlagen an achter Position zunächst. Aber großer Rückstand. Schulter weit hinten, sehr viel Druck auf dem Innenski, der Außenski rutscht weg. Ja. Die Führende, Michaela Schifrin. Das ist eigentlich der Platz, den man kennt. Ja. Von ihr. Also immer erstmal schön gemütlich machen auf dem Platz der Schnellsten. Katharina Linsberger. Parallelwettbewerb Gold gewonnen, gemeinsam mit Bassino. Hat eine Weile gedauert bei diesem etwas unglücklichen Auftakt in eine neue Wettbewerbsform. Wird man bei den nächsten Weltmeisterschaften sicherlich besser in den Griff kriegen. Aber ihr Trainer hat gesteckt. Achtung. Hier der erste Fehler. Aber 12 Hundertstel bei der ersten Zwischenzeitform. Ja, sie war etwas direkt unterwegs da oben. Hat das auch sehr gut gelöst. Eigentlich hat es gut gepasst in die große Kurve hinein. Der zweite Teil des Schwunges, schade, ein bisschen weiter weggerutscht. Oh, Wahnsinn, ja. Das gibt's ja nicht. Mit dem Fehler da oben 27 Hundertstel Vorsprung. Aber schau, alles so sauber auf Zug. Fast keine Rutschphasen. Auch das passt gut. Aber wir wissen, Schifrin war unglaublich schnell. Ja, aber das kann Katharina Linsberger auch. Gefühlvolle Fahrerin. Ja, schauen wir her. 34 Hundertstel Vorsprung. So ruhig im Oberkörper, Armarbeit, vorbildlich. Also die hat sich die Kurssetzung heute Nacht unter das Kopfkissen gelegt. Ja. Ganz bestimmt. Linsberger und den das ist nicht zu fassen. Ja, ich habe gesagt, Schifrin war unten brandschnell. Ja, das war eine starke Fahrt von Linsberger. Ja, absolut. Dritter Wirklich. Platz im Moment. Schauen wir nochmals diesen Fehler. Die Ausfahrt vom Steilhang hinein ins Flache. Das war artistisch gelöst. Viel Druck am Innenski. Aber stark. Stark. Ja, sie hat sich in eine gute Position gebracht für den zweiten Durchgang. Hat die Hand an einer Medaille. So, jetzt kommt deine Favoritin, Meta Rowa, die in ihrem Heimatort in Kranjska Gora, einem ganz schwierigen Riesenslalomgelände, auch schon bei eisigen Verhältnissen hervorragend gefahren ist. Also, da wollen wir jetzt mal genau hingucken. Ja, vor allem im oberen Streckenabschnitt hier hoffe ich darauf, dass sie schnell sein wird. Das liegt ihr. Super Ausfahrt, gut gepasst. Ah, etwas direkt, muss sie nachdrücken, lange auf dem Ski bleiben. Aber jetzt dieses Eis, das gefällt dir. So, jetzt bin ich gespannt auf die nächste Zwischenzeit. 33, 34, 35, 9 Dreihundertstel voraus. Es geht also noch mal schneller.
ist gut. Das direkt. Das ist der Übergang, ja, ja, ja. Diese kleine Welle, die wir schon angesprochen haben. Ach, da ein bisschen eine Korrektur musste sie anbringen. Nochmals hier bei diesem Übergang. Lange auf dem Außenski stehen. 51 Hundertstel wäre im Moment gut genug für Platz 4. Mit Blick auf das Podium. Wenn sie nicht noch dazu verliert. Horvath mit 1,12 im Ziel. Rückstand 6. Ja, unten doch noch was dazugekommen. Ja, sie liebt die steilen und die eisigen Passagen. Unten war es für ihren Geschmack vielleicht ein bisschen zu flach. Kann es sein, Marco, dass Michaela Schiffrin eine Abstimmung gewählt hat, die quasi toleriert, dass sie ein bisschen wegrutscht, ja, aber unten dann mehr Grip hat? Ja, ja, das ist absolut möglich. Das bedingt aber, dass man technisch einwandfrei auf dem Ski steht, was sie zweifelsohne tut. Und dann kann man das sehr gut so durchsteuern. Ramona Siebenhofer, die nächste Österreicherin aus der Steiermark. Oh. 35 Hundertstel Vorsprung. Das stoppt in der Atem erstmal. Aber das wäre eine Riesenüberraschung. Ja. Ja, Ramona hat mir schon im Kombinationsslalom einen super Eindruck hinterlassen. Sie fährt technisch einwandfrei. Bisschen zu zusammengeschmolzen, nur noch 22, ja, aber das hat sie jetzt gut gefahren, diese Passage. Gefühlvoll fährt sie. Genauso viel Druck, wie es braucht. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Linie super erwischt. Oh, da nimmt sie Tempo mit. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Da etwas tief geraten. Also wenn es bei 29 Hundertstel blieb oder nein, etwas mehr, ich glaube nicht. Nein. Ja, 1-3-1, trotzdem keine so schlechte Position. Erstmal 8. Ja, das ist jetzt interessant. Sie hat im flacheren Teil unten unglaublich Zeit noch eingebüßt. Das hat vielleicht auch mit dem Setup zu tun. Lass mich das kurz erklären. Gerne. Setup, das ist die Abstimmung zwischen Schuh, Bindung, Platte und Ski. Da gibt es aber tausende Möglichkeiten, das abzustimmen. Und manche stimmen es halt so ab, dass sie im eisigen sehr guten Griff haben, aber das beißt dann unten, wenn es weicher wird, zu hart. Da beißen die Kanten zu hart in den Schnee. Und ich glaube, bei Ramona war das der Fall. Jetzt schauen wir uns mal Alice Robinson an, die 19 Jahre alte Neuseeländerin, die die Saison begonnen hat mit so ein bisschen super Problem, 33 Hundertstel voraus, Problemen in der Kondition, weil sie aus Neuseeland, aus dem Lockdown kam und ist eigentlich jetzt für diese WM topfit. Aufpassen, den Oberkörper nicht verdrehen, Armarbeit, Ausnahmegerät weit nach hinten, das ist immer heikel. Ja, sehr gut. Ähnlich sehr gut. Wie Siebenhofer. Achtung. Kurz nach hinten gelehnt. Hat sie Glück gehabt. Sehr gut. Alice Robinson mit 600stel Vorsprung in den Schlussteil, in dem ja Michaela Schiffrin so herausragend gefahren ist. Beschleunigt hat wie keine andere. Sie keine konditionellen Schwächen. Sie attackiert bis zum letzten Tor. Im Ziel mit 51 Hundertstel Rückstand. Bravo. 5. Rang. Blick aufs Podium ist gewährleistet. Ja, das war ein starkes Lebenszeichen von ihr. Sie ist ja in diesem Winter sehr oft ausgeschieden. Das war die brenzlige Situation. Sie mag auch diese harten, technisch schwierigen Verhältnisse. Das war jetzt wieder ein starkes Lebenszeichen von ihr. Ja, 25 Hundertstel zu Bronze im Moment. Also es wird spannend, auch jetzt schon für den zweiten Durchgang, wenn die Holdener. Es wäre alles viel leichter, wenn sie schon eine Medaille hätte. Gebucht war eigentlich die in der Kombination. Mhm. Und dann ist sie ausgeschieden im Slalom nach wenigen Toren. Eigentlich ein Fehler, den man ganz selten von ihr sieht. Naja, sie hat das gemacht, was sie tun musste. Sie hat viel Risiko auf sich genommen und die Rechnung ging einfach nicht auf. Aber ich gebe dir recht, mit einer Medaille in der Tasche würde es sich einfacher angehen lassen bei diesen Rennen heute und natürlich im Slalom am Samstag.
lange etwas direkt die Linienwahl. In dem zweiten Teil der Kurve muss sie noch lange auf den Kanten stehen. Also das ist jetzt ein Phänomen, was wir mehrmals schon hatten, dass sie oben alle relativ schnell sind, alles grün, also schneller als die Konkurrentin davor. Vielleicht hat das auch mit der Sonneneinstrahlung schon zu tun, dass es etwas griffiger wird. Ja, das ist gut möglich. Halbe Sekunde Rückstand. Im Moment beste Schweizerin Michelle Gesine an Position 4. Na, Lara, gut. Zweite, oder? Ah, sorry. Ja, hätte ich ja fast unterschlagen. Da weißt du warum? Weil die isoliert vom Schweizer Team trainiert. Stimmt. Nein, aber ist ja eine Schweizerin, ist doch ganz klar. Also, Lara Gut im Moment die beste Schweizerin, Michelle Gesine vierte, Wendy Holdener im Moment neunte mit 1,25 Sekunden Rückstand. Ja, auch da, das ist das Brignone-Tor. Ich nenne es jetzt Brignone-Tor, weil sie da ausgeschieden ist. Da haben einige Läuferinnen den Außenarm weit hinten. Stefanie Bonner in Killington schon mal auf dem Podium im Riesenslalom-Weltcup. 2017 bei der WM in St. Moritz hat sie im Parallelwettbewerb den dritten Platz geholt. Ist also auch schon mal bei einer WM in Erscheinung getreten. Da helfen hier ein bisschen die Fehler. Oben hat sie gut begonnen. Die Ausfahrt bei der langen Kurve war nicht ganz gut getroffen. Außenarm war weit oben. Ah, da muss sie einen weiten Weg fahren. Aber technisch steht sie gut auf dem Ski. Wer also an der Stelle schon über eine oder mehr als eine Sekunde Rückstand hat, wird sich wohl kaum verbessern und hat damit den Kontakt zur Spitze schon verloren. So hart das jetzt auch klingt. Auf der anderen Seite Marco, 1,95 Sekunden Rückstand, 12. Platz. Im zweiten Durchgang heute Nachmittag, wenn die Sonne wirklich in den Haaren scheint, das ist ein völlig anderer Wettbewerb dann. Ja. Ja, das wird dann spannend, was noch machbar ist. 1,95 ist etwas viel von diesem Zeitrückstand. Tja, sicherlich nicht ganz zufrieden. Hier haben wir noch mal Sofia Goggia, Marta Bassino. Die beiden haben, wie gesagt, gestern noch zu Mittag gegessen. Sie liest noch mal kurz die Post. Michaela Schifrin. Oder schaut sich das Rennen an auf dem Handy? Das kann auch sein, ja. So sieht's aus. Schifrin vor Gut Berami, 800stel auseinander. Linsberger auf Platz 3, 26 Hundertstel zurück. Michelle Gesine mit 500stel, mit 800stel Rückstand auf Bronze, vierte. Und dann wird's schon, spreizen sich schon die Abstände etwas. Petra Wilchowa im Moment achte. Und die ist bei Julius Hilfenhaus. Petra Wilhofer, a little bit more than a second behind. Is that close enough to attack the medals in the second run? Bei dem Rückstand ist das nah genug, um die Medaillen anzugreifen. Ja, möglich ist das schon. Ich werde auf jeden Fall versuchen, in die ersten drei zu fahren. It's gonna be really tough race and warm race. Zweiten Durchgang wird's warm und es wird hart. What is special for this giant slalom run? It's quite long. Was ist denn so speziell an diesem Schaum? Es ist sehr lang. You need a lot of power to push. Du brauchst sehr viel Kraft, um nach vorne zu kommen. To be clean, because now und das ist ganz wichtig, hier ganz gerade zu, also ganz sauber zu fahren. Yes, please. Thank you. Good luck for a second. Ja, sie hat das gut aufgegriffen, sauber zu fahren, präzise zu fahren. Vor allem im letzten Streckenabschnitt Präzision ganz wichtig und immer auf Zug und keine Rutschphasen einzubauen. Elena Cotoni. Nächste Italienerin. Brignone ausgeschieden und damit medaillenlos
bei diesen Weltmeisterschaften. Mhm, Achtung. Das viel Druck auf den Innenski gehabt, er hat sich im Schnee festgekrallt, hat sie verdreht. Ja, das passt jetzt nicht zusammen. Da kommt sie nicht in diesen Fluss hinein, es läuft nicht spielerisch. Sie muss da wirklich viel Energie aufwenden, um die Kurven zu fahren, hat auch Grip-Probleme. Sie ist grundsätzlich eine Fahrerin, die den Schwung über den zweiten Teil, also die Kurve über den zweiten Teil des Schwunges macht. Das heißt, sehr viel Fersendruck hat. Und dadurch probiert zu beschleunigen. Aber wir haben es ja vorhin gehört bei Vilhova, Präzision. Und Präzision bedeutet bei diesen eisigen Verhältnissen schon zu Beginn der Kurve guten Schaufeldruck zu haben, zu Beginn der Kurve schon zu bestimmen, wie diese Kurve aussehen soll und nicht erst im zweiten Teil des Schwungs. Cotoni weit abgeschlagen mit 4,11 Sekunden Rückstand an 15. Position. Marco, wenn du sagst Schaufeldruck, ja, da werden jetzt die Hobby-Skifahrer sagen, ja, aber das ist doch so, wenn ich zu viel Druck auf der Schaufel habe, bremse ich doch. Ja, zu viel. Es ist ja genau das Abwägen, wie viel das es braucht. Aber bei eisigen Verhältnissen ist es wichtig, dass der Schaufeldruck da ist, dass der Ski schon so steuert, wie sie es will. Und dann kann man damit arbeiten. Und das versucht jetzt gerade Ragnhild Mowinckel, die Norwegerin aus Molde, 28 Jahre alt, kommt von einer Verletzung zurück. Erste Zwischenzeit war gut, aber das haben wir ja schon mehrfach erlebt. Ja, oben ist sie sehr forsch gestartet. Hier hat es ein bisschen nachgelassen, obwohl die Zeit noch sehr, sehr gut ist. Ich will jetzt nicht untertreiben, wenn ich sage, sehr, sehr gut, wenn da ein grüner Balken aufleuchtet. Aber genau das macht sie gut, dieser Schaufeldruck, der Beginn der Kurve, steuert sie optimal mit viel Feingefühl an und sie hat die Kontrolle über diesen Ski. 25 Hundertstel, das ist nicht mehr viel Strecke zu bewältigen. Also alles unter einer Sekunde Rückstand wäre richtig gut. Mhm. Gehört er in dieser Disziplin mal zu den Besten, auch in den Speed-Wettbewerben. Und das ist eine richtig gute Leistung. Ragnhild Mowinckel, Position 6, 75 Hundertstel zurück. Und damit erklärt sich auch ihr Lächeln. Ja, das freut mich für sie, weil, ja, du hast es gesagt, sie war verletzt, es ist eine Comeback-Saison. Zu Beginn war sie sehr zaghaft unterwegs, das ist auch menschlich. Aber jetzt hat sie ja den Knopf gelöst. Es war eine saubere Fahrt. Marina Gazienica Daniel, die Polin, ist gestartet. Zwei Zehntel Vorsprung schon. Oh, leider ein bisschen einen weiten Weg gefahren bei der Ausfahrt. Aber ansonsten, ihre Technik gefällt mir, wie ruhig der Oberkörper ist. Die Winkel unten, ja, auch da ein bisschen weit. Aber die Winkel passen, Hüftknick, Knie hat einen schönen Knick. Also sie bringt schönen Druck auf den Außenski. Eine Zehntel zurück, hat ja einen Privattrainer. Martin Orlowski kümmert sich um sie und um ihren sportlichen Werdegang. Und sie macht das ziemlich gut. Stammt von einer unglaublich sportlichen Familie, die alle irgendwo bis zum Großvater schon mal bei Olympia teilgenommen haben. In unterschiedlichsten Disziplinen. Achtung, Schwerpunkt nicht so weit nach hinten geraten lassen. Aber ansonsten ist das eine gute Fahrt. Ja, ja. Sagenhaft. 57 Hundertstel Rückstand, Position 6. Jetzt ist es nicht so, dass das unbedingt zu erwarten war, aber ich finde, es ist auch keine Überraschung, denn die hat in dieser Weltcup-Saison schon mal gezeigt, dass sie da vorfahren kann. Vor allem, wenn es technisch schwierig wird. Dann kann sie ihre Qualitäten ausspielen. Sie steht wirklich sehr zentral, gut auf dem Ski, hat einen guten Winkel, bringt den Druck hin. Also, ja, stark, Marina. Nina O'Brien hat in der Vorbereitung auf diesen Weltmeisterschafts-Riesenslalom trainiert mit Petra Vilhova. Dann ganz guten Eindruck hinterlassen, sagen ihre Trainer, und ist hoch motiviert. Ja, Nina hat unglaublich schnelle Schwünge drin. Zwischendurch blitzt da ihr Können auf. Ihr Fahrstil ist so, dass das Gesäß sehr weit hinten ist. Schaut euch diese Zwischenzeit an.
Das Gesäß weit hinten, der Oberkörper nach vorne geklappt, die Arme weit vorne. Das ist zentral wichtig, dass die Arme vorne bleiben bei diesem Fahrstil. Das gerade gesehen, versucht es auch in die Abfahrtshocke zu gehen zwischen den langgezogenen Toren. 49 Hundertstel Rückstand, das, ja, was da bahnt das? Sich was an, Marco. Ja, was wird das? Das würde ja die Herrschaftsverhältnisse im amerikanischen Team völlig auf den Kopf stellen. Nichts Nina dagegen. O'Brien. 1,11, 1,12, 1,13. 200 langsamer als Michaela Schifrin. Was für ein toller Lauf. Sie kann es nicht fassen. Der 23 Jahre alten Kalifornierin ist in San Francisco geboren, lebt aber in Colorado, in Denver. Super. Ja, absolut super. Ja, das macht das Rennen ja richtig spannend. Die Piste ist ja so super. Da ist noch alles möglich. Und das gibt uns ja auch Zuversicht für Andrea Filsen. So ist es, die mit Startnummer 30 dann ins Rennen geht. Anna Buzik kämpft sich hier schon auf dem Innenschien ins nächste Tor. Rutscht immer weg. Ja. Bei Anna ist das oft so, der Oberkörper lehnt sie nach innen, das Außenbein streckt sie weit weg von ihrem Körper und bringt wenig Winkel zustande. Das heißt, der Hüftknick ist nicht da und das Knie knickt sie auch zu wenig hinein. Da kriegt sie wenig Kantendruck und dann rutscht es immer wieder weg. Sie hat sehr schnelle Schwünge, aber wenn es eisig ist, ist das ein bisschen ein Nachteil. Au. Schade. Ja. Aber das ist entstanden aus dem Fehler, den du angesprochen hast. Ja, genau da bei diesem Übergang ist es wichtig, dass der Druck auf dem Außen schießt, dass man die Kontrolle hat, weil man da leicht wird bei einem Übergang. Da wird man ein bisschen leicht. Und wenn sie den Oberkörper früh nach innen lehnt, zu früh Druck auf dem Innenski hat, dann berührt der Schuh den Schnee und da hat sie keine Stabilität dann. Es gibt immer wieder Zuschauer, Marco, die fragen, wie schnell sind die denn, wenn sie so stürzen in einem Riesenslalom? Ja, die Damen haben und die Frauen haben im Riesenslalom auch gut und gerne mal 80 km/h in schnellen Passagen drauf. Also ich würde mal schätzen, dass Anna Buzik Damen rund 60, 70, 75 km/h da gestürzt ist. Franziska Gritsch ist unterwegs, die Söldnerin, 23 Jahre alt. Zählt jetzt nicht zu den absoluten Favoritinnen, aber das war ja nun auch Nina O'Brien nicht unbedingt. Und Nina O'Brien ist im Moment an zweiter Position. Franziska hat die Ausfahrt vom Steilhang nicht top getroffen, nicht gut getroffen. Ja. Das Tempo fehlt. Ja, und da muss sie im Weiten wegfahren. Achtung. Achtung. Ja, sie hat die Skier angehoben. Dazu noch vielleicht ein Wort. Das ist sehr, sehr gut, weil es passiert oft, Ski leicht überkreuzt. Was oft passiert, man rutscht dann ganz langsam und denkt, man kann aufstehen und die Kante beißt sich in den Schnee, die greift. Und so sind schon wirklich dumme Verletzungen entstanden, wie zum Beispiel ein Kreuzbandriss. Hat es alles schon gegeben. Michaela Schifrin, Nina O'Brien. Valérie Grenier aus Kanada ist die Nächste. Kommt aus Ottawa, Ontario, 24. Keine, die jetzt regelmäßig unter die Besten fährt. Auch schade. Kommt rechtzeitig zum Stehen. Ich wollte ihr gerade ein Kompliment machen, wie gut, dass sie den Schwung aufbaut. Im zweiten Teil des Schwungs ein bisschen mehr Bewegung nach vorne wäre optimal. Da ist sie tief geraten und hängt dann mit dem Arm ein beim Tor. So, wir haben die Chance, mal in den Zielraum zu geben. Julius Hilfenhaus mit der, ja, aus italienischer Sicht Favoritin Marta Bassino, die jetzt aber im Moment, jetzt muss ich kurz auf meinen Computer schauen, an 14. Position ist mit 1,54 Sekunden Rückstand. Julius, bitte. Marta Bassino, we're one of the favorites for this run and now Sie waren Favoritin, jetzt sind Sie mehr als eine halbe, anderthalb Sekunden zurück.
Was heißt das für den zweiten Durchgang? Ich muss einfach mein Bestes geben. Ich habe einen Fehler gemacht jetzt im ersten Durchgang. Ich bin natürlich im Moment weit weg von den Besten. Aber das ist eben so, so ist das Rennen. Ich werde natürlich versuchen. And you have one gold medal already, so thank you. Good luck for the second medal. Ja, ich bin da sehr gespannt. Aris, du hast das angesprochen mit den Pistenverhältnissen, die sich im zweiten Lauf noch ändern können. Weil die Sonne auf diesem Hang scheint, während wir hier noch die besten Frauen sehen, nach dem ersten Durchgang. Der Schnee könnte aufweichen. Ihr Rückstand, korrigier mich, 1,52 Sekunden, so ungefähr. 1,54, das ist viel. Und da noch nach vorne zu kommen unter die ersten Reihe, das wird schwierig. Aber ja, es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Ja, sie kann ja solche Zauberläufe auch produzieren, aber die anderen schlafen ja auch nicht. Das ist ja überhaupt das Problem. Überhaupt nicht. Andrea Filser haben wir gerade gesehen, startet dann als 30. Kann völlig frei und ohne Druck auffahren. Wir warten jetzt auf Coralie Frasson-Bé aus Frankreich. Tessa Worley im Moment die beste Französin auf Rang 9, 92 Hundertstel hinter der Spitze. Also auch da ist noch einiges möglich. Und in 30 Sekunden geht es weiter. Wunderschönes Panorama. Cortina, sicherlich eine Preziose unter den Wintersportorten. Und hier haben wir nochmal Andrea Filser. Hat sich sukzessive in dieser Saison gesteigert und vor allen Dingen bei dem schweren Riesenslalom in Kranjska-Gora gezeigt, dass sie es kann. Technisch absolut, absolut, keine Frage. Coralie Frasson-Bé. Jetzt geht's los. Beginnt gut, Achtung. Eine rundere Linienwahl getroffen. Mit dem steilen Abschnitt die Tore gar nicht berührt. Da muss sie ein klein bisschen weiteren Weg fahren. Das sind bei jedem Tor ist sie da 10, 20 Zentimeter weiter weg. Und das war jetzt zu viel des Guten. Mir ist im oberen Teil aufgefallen, dass immer wieder der Innenski rattert, wenn sie versucht, ihn aufzulegen. Also zu stark möglicherweise. Drückt. Ja, auch sie hat die Tendenz, den Oberkörper stark nach innen zu lehnen. Dann kriegt sie Druck auf den Innenski. Keine Gefahr für die Top. Kandidatin auf die Medaillen, 2,41 Sekunden der Rückstand, Platz 17 für die 29 Jahre alte Französin aus Grenoble. Tina Robnik, jetzt können wir langsam den Countdown zu Andrea Filser starten. Als 30. dann kommt. Robnik oben schon mit einem gerütteten Maß an Rückstand. Großer Fehler. Ja, du hast es gesagt, der Countdown zu Andrea Filser. Die Piste ist ja einwandfrei in einem Zustand. Also da ist so viel möglich. Da ist wirklich viel möglich. Petra Vilhova hat das Rezept schon durchgegeben. Präzise zu fahren, gut auf Zug zu sein, wenig Rutschphasen zu haben und zu attackieren. Ich glaube, das sind so die Kritikpunkte, die Sachen, die es zu beachten gilt für Andrea.
Robnik im Ziel mit 1,84 Sekunden Rückstand. Das Bleiben in Führung. Michaela Schifrin, dann die Überraschung des Vormittags. Nina O'Brien, die Amerikanerin. An zweiter Stelle Lara Gut-Berami. An dritter Stelle die ersten drei trennen gerade mal 800stel. Das ist ein Herzschlagfinale, das sich da ankündigt. Linsberger 26/100 zurück an vierter Stelle. Estelle Alphand, die gestern Silber mit der schwedischen Mannschaft im Parallelwettbewerb gewonnen hat, kann auch relativ unbelastet und frei fahren, ohne Druck, ohne Verantwortung. Driftet an. Mhm. Wenn sie da auf den Außenski gestanden wäre, wäre sie komplett durch das Tor hindurch gefahren. Zwischenzeiten sind noch ganz okay, aber auch, ja, du hast es richtig angesprochen, sie hat Rutschphasen drin zu Beginn des Schwunges. Das muss sie hier eliminieren, das muss sie hier weglassen. Ja, Estelle probiert vermehrt in den Speed-Disziplinen, in den schnellen Disziplinen Fuß zu fassen. Und das war der Fehler, der natürlich eine bessere Zeit nicht mehr möglich macht. Kommt aus dem Slalom und arbeitet sich jetzt sukzessive in die schnellen Disziplinen vor. Das wäre dann dem Beispiel des Vaters folgend. Luc Alphand, einer der besten Abfahrer der 90er Jahre. 2,31 Sekunden Rückstand für die Schwedin, die ja auch schon für den französischen Verband gestartet ist. Aber Mutter ist Schwedin und so hat man das möglich gemacht, dass sie im schwedischen Verband eine bessere Betreuung kommt, eine individuellere. Und die ist auch nötig. Ja, da haben wir gesehen, da gibt es eine Streckphase. Sie hatte viel Fersendruck, viel Außenskidruck. Oberkörper kommt zu wenig schnell nach vorne und dann gab es diese Streckphase, so wie ein leichter Katapult. Kristin Liestahl, die Norwegerin, Gold im Teamwettbewerb, obwohl sie nur Ersatzfahrerin war. Aber auch die bekommen ja dann die Medaille. Somit hat auch Lena Dürr gestern Bronze bekommen und das ist schon in Ordnung, auch wenn man nicht fährt. Diese zwei, drei Übergänge da oben ist sie gut gefahren. Da gerät sie etwas tief. Ja, noch ist die Zwischenzeit ganz okay. Finde ich auch. Ja, sie probiert es mit Feingefühl zu fahren. Nicht zu viel Kanteneinsatz. Liestahl im Endspurt. 1,23 Sekunden fehlen zur Spitze. Aber Platz 12. Da ist auch ein gutes WM-Ergebnis möglich unter den Top 10. Paula Molzahn, die nächste Amerikanerin. Da noch Alex Tilly, die Engländerin. Thea-Luise Sternesund und dann Andrea Filser. Und das wäre jetzt der Obergag, wenn auch Paula Molzahn noch unter die ersten fünf fährt. Ist eigentlich stärker einzuschätzen im Slalom, die Amerikanerin. Gute Technik, zumindest du hast sie des Öfteren schon gelobt und schon sage ich es und dann macht sie den Fehler. Ja, was mir aufgefallen ist, sie ist diesen Winter auch im Riesenslalom wirklich gut gefahren, aber in diesem Parallelslalom, da war sie, sie sehr oft weggerutscht. Das ist so ihr Fahrstil, der da ein bisschen nach innen lehnt und der Außenski dann ein bisschen wenig Grip bekommt. Das haben wir hier gesehen und das war eine heikle Situation, die sie ganz, ganz gut gemeistert hat. Ja, aber sie ist ja. Das war so ein bisschen Murasson-Light. Maxence Musaton, der das bei voller Geschwindigkeit, also weit über 100 gemacht hat. Und jetzt zu Alex Tilly. Und das Wichtigste ist, beide nicht verletzt, beide ohne größere Schäden am Knie.
Die Schottin schon lange dabei im Weltcup, hat sich technisch weiterentwickelt. Vor allen Dingen im Riesenslalom. Extremer Hüftknick. Mhm. Direkte Fahrweise. Ja, im zweiten Teil des Schwungs hat sie ein bisschen wenig Bewegung drin. Achtung. Spät dran. Ja, sie wechselt dann einfach nur die Skier unter dem Körper durch mit zu wenig Bewegung nach vorne. Da geht ihr ab und zu ein bisschen der Platz aus. Aber ansonsten, ja, du hast es gesagt, sie hat einen Fortschritt gemacht technisch. Und 89 Hundertstel, das ist nicht schlecht. Ah, da kommen jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Vielleicht ein paar Hundertstel eher, ein paar Zehntel. Trotzdem eine ansprechende Fahrt der Britin. Und die zeigt, dass hier auf dieser Strecke noch einiges möglich ist. 18. Rang. Ohne Fehler wäre das weitaus besser gewesen. Andrea Filser bringt sich in Stimmung für diesen Riesenslalom. Und versucht jeden Muskelfaser auf das, was jetzt gleich kommt, einzustimmen. Thea Luise Stjernesund, die gestern mit dem Team im Parallelwettbewerb Gold gewonnen hat. Aber auch sie am Anfang schon mit diesen von dir immer wieder beschriebenen Rutschphasen. Und das ist dann eben nicht schnell. Und auch da sieht man es deutlich. Ja, da lässt sie einfach den Druck nicht aufbauen, da lässt sie ein Tempo generieren. Fahrweise. Also eigentlich habe ich mir mehr erwartet von Thea Luise Stjernesund als einen Rückstand von 4,41 Sekunden. Die hat auch schon Laufzeiten hingelegt, vor allen Dingen im zweiten Durchgang. Top 5, Top 10, aber das war nicht gut. So, jetzt werden alle, die in Wildsteig und Umgebung wohnen, bis hin nach Garmisch höchstwahrscheinlich, sich anschauen, was macht Andrea Filser. Hat zunächst einmal 71 Hundertstel Rückstand von oben mitgebracht. Ja, aber da muss was passiert sein, weil das ist viel Rückstand im oberen Streckenabschnitt, weil diesen Teil hat sie sich jetzt gut präsentiert. Bisschen direkt unterwegs, muss dann ein bisschen Geduld haben und schon zweimal drücken. Grip hat sie, dem liegt es nicht, technisch fährt sie gut. Sauber, ja. Clean, wie Petra Wilhova vorher gesagt hat. Ziel von ihr war, unter die besten 15 zu fahren. Da muss sie jetzt noch mal ein bisschen den Turbo zünden, damit das passt. Andrea Filser im Ziel mit 3,08 Sekunden Rückstand, 23. Das wird keine leichte Aufgabe im zweiten Durchgang werden, denn dann müsste sie fast 2 Sekunden noch aufholen. Denn im Moment ist Marta Bassino 15. Das ist jetzt schwierig zu analysieren. Es waren keine Fehler ersichtlich. Sie ist clean, sauber gefahren. Sie hat den Zug gehabt, aber ich muss mir das dann nochmals genauer anschauen. Neja Dvornik. Die nächste Slowenin. Gemeinsam sich mit Meta Horvat auf diesen Riesensalon vorbereitet.
wollten das eigentlich in etwas außerhalb auf der Reiter, auf der österreichischen Seite machen. Haben sich dann aber entschlossen, hier zu bleiben und dann in Toblach in der Nähe zu trainieren. Und sie hat schon größere Probleme. Bei 16 zurück, hinter Andrea Filser, winkt schon mal ab. Und wir schauen aufs Tableau. Schifrin vor O'Brien, die beiden trennen 2 Hundertstel. Und Nina O'Brien hat die Zeit genutzt, ist mal bei Julius Hilfenhaus vorbeigekommen. Uns steht die Überraschung des ersten Durchgangs. Nina O'Brien, Nina, to be honest. Die Überraschung des ersten Durchgangs, das ist ja eine Überraschung. Das ist schon für Sie auch überraschend? Ja, aber auch für mich ein bisschen überraschend. Is it allowed to be as fast as Michaela? Darf man denn so schnell sein wie Michaela Schifrin? Also sie ist unglaublich eigentlich. Wir versuchen das immer, aber das ist schwierig. Wir lernen von ihr. Und das ist wirklich gut. Finde ich toll, an so nah an ihr dran zu sein. Advice for the second now? Na, meinen Sie, Sie kriegen einen Tipp von ihr für den zweiten Durchgang? Sie ist unglaublich teamorientiert, gibt uns immer Informationen, wird sie tun. Vielen Dank. Ja, das okay. Ja, das kennt sie gar nicht, diesen und das ist ja das Interview-Marathon. Nein, aber das ist ja jetzt das Entscheidende. Die Situation kennt sie nicht. Wie geht sie jetzt damit um im zweiten Durchgang? Im Wissen, hallo, ich kann jetzt den größten Erfolg meiner Karriere einfahren, aber sie hat noch nichts. Sie hat die Hälfte der Miete erst. Und die zweite Hälfte ist genauso groß. Und da muss sie nochmals alles in die Waagschale werfen. Also das ist nicht so, so einfach mental. Ja. Und ich habe da einen neben mir, der aus Erfahrung spricht. Ja. Ich erinnere mich an Vail. Mhm. Halbzeitführender. Halbzeitführender. Noch nie im Leben zuvor einen Lauf geführt und dann führst du bei einer WM und hast noch gar nichts im Sack. Ja, Herausforderung ist real. Naja, aber du hast dann im zweiten Durchgang schon noch auch, du hast Lasse Tschüss fairerweise in den Vortritt gelassen. Weißt du, ich habe im zweiten Lauf immer noch 2 beste Laufzeit gefahren und es hat trotzdem nicht gereicht. Ja, aber Silber nimmt ja keiner mehr, du. Ja, das stimmt. Corinne Sutter. Was hat die für einen Start in diese WM geliefert? Silber und Gold im Super-G und in der Abfahrt. Und hat sich für diese Saison, das ist ja das Interessante, im Riesenslalom extrem verbessert. Kurven fahren, damit sie auch im Super-G punkten kann. War ja in der vergangenen Saison die beste in diesen beiden Disziplinen, Abfahrt und Super-G. Hier aber ein kurzer Quersteher. Übergang, kein Problem. Also das könnte wieder eine Fahrt werden, die etwas weniger als 1,5 Sekunden Rückstand hätte. Wenn der Fehler nicht gewesen wäre, stand sie lang auf der Kante. Kann dadurch auch nicht beschleunigen. Trotzdem eine gute Fahrt von Corinne Sutter. Und sie führt zunächst einmal auf Rang 18. 2,04 Sekunden Rückstand, aber die hat ja schon geliefert mit 2 Medaillen. Insofern kann sie das ganz gut verschmerzen. Nächste Amerikanerin, AJ Hurt, wird auch Informationen bekommen haben. Und da ist sie leider schon ausgeschieden. Das ist schade. Denn man kennt das ja bei Amerikanern, dass immer so ein Nachzieheffekt kommt. Ist eine gut, kommt die nächste, ist auch noch gut. Und dann auf einmal geht's los. Wir sind aber jetzt bei der Neuseeländerin Kiara Hudson. Die technisch sehr gut fährt. Armarbeit gefällt mir. Oberkörper ruhig. Schöner Hüftknick. Attackiert auch gut. Gibt Gas.
Hat ja ganz gute Trainingsbedingungen auf der Südinsel in Neuseeland. Da geht es ja bis auf 3000 Meter hoch, trainiert dort auch oft. Ja, wenn sie da den Zeitrückstand noch einigermaßen in Grenzen hält, dann ist das für sie sehr gut. Wieder einmal eine bessere Zwischenzeit. Aber da wächst was heran in Neuseeland. Oh. Nicht nur Alice Robinson, auch Pierre Hudson. Wird sich da möglicherweise unter die besten 25 fahren. Ach, schade. Das war ein Fehler, der war völlig unnötig. Bis dahin ist es so gut gewesen. Schade. So, die letzte Läuferin, die wir hier im ersten Durchgang des Weltmeisterschaftsriesenslaloms übertragen werden. Danach gibt es noch ein bisschen Analyse und Sie können sich auf den zweiten Durchgang dann ab 13 Uhr freuen. Es kann schon mit so viel Rückstand, dass wir schon mal leicht zusammenfassen können. Also es führt Michaela Schifrin, aber danach ist der Abstand nicht mal ein Wimpernschlag. Nina O'Brien, ebenfalls Amerika, 2 Hundertstel zurück. Lara Gutberami an dritter Position, 8 Hundertstel zurück. Katharina Linsberger, 26 Hundertstel zurück auf Platz 4. Gisin an 5, Robinson an 6, Gazienica Daniel an 7. Und ja, Asa Ando wollen wir Ihnen auch noch zeigen. Die Japanerin, die eigentlich im Slalom höher einzuschätzen ist. Warum, sieht man hier. Jetzt leider auch ausgeschieden. Aber nichts passiert. So, das ist Lara Gutberami, die dritte mit 800 Rückstand auf die schnellste. Die Überraschung des Tages liegt an Position 2, Nina O'Brien. Darf sie die Königin vom Thron stoßen? Michaela Schifrin führt's. Der Durchgang 2 wird es entscheiden. Alles vorbereitet für ein spannendes Finale. Laura Pirovano wird eröffnen. Wir haben damit Startnummer 5 Andrea Filser. Wir haben es gesagt, frühe Startnummer nutzen. Die Bedingungen werden nicht besser. Marta Bassino als 16. wird alles versuchen. Aber auch wirklich alles, was sie an Möglichkeiten hat, um noch weiter nach vorne zu fahren. Mit 1,54 Sekunden Rückstand zur Spitze. Und vorne dann wird es halt unglaublich spannend. Beginnt mit Gazienica Daniel, der Polin, die überraschend weit vorne ist. Aber eben auch ja, mit Linsberger, Gisin, die wir gerade noch gehört haben. Dann die schnellsten drei, Lara Gutberami, Mita Robert weiter hinten. Mal gespannt, aber die ersten 6, 7, ich glaube, die werden es unter sich ausmachen. Es sei denn, die Bedingungen werden so schlecht hinten raus durch die Sonneneinstrahlung. Und dann wiederum ist alles möglich. Und deswegen wird auch Laura Pirovano versuchen, hier das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, eine griffige Piste unter sich zu haben, die es ermöglicht, schnelle Zeiten zu fahren. Man hört es oben immer noch eisig, auch hier in diesem im Schatten gelegenen Streckenabschnitt. Hier ein bisschen spät dran. Versucht auch die Tore öfter mal anzudriften. Und jetzt heißt es Geschwindigkeit mit in den flacheren Abschnitt mitnehmen. Laura Pirovano bei ihrem ersten WM-Auftritt. 23 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Madonna di Campiglio, einem klassischen Weltcuport. Und zählt zu den Nachwuchsfahrerinnen im italienischen Skiverband, die dann, wenn Brignone und Gojama aufhören, das Zepter übernehmen sollen. Und ich glaube, nach den italienischen Fans könnte es jetzt zu Ende sein. Wir haben endlich eine 1. Und Sie sehen an der Reaktion von Laura Pirovano,
Nein, Pirovano, so ist es richtig. ja, muss mich da auch. Namen haben immer eigene Gesetze, wie es so schön heißt. Hat man gesehen, dass das unheimlich anstrengend ist, unheimlich kraftraubend? Ja, es ist ein langer Lauf. Eine Minute 13 oder 14, das sind schon Längen. Da muss viel gearbeitet werden und ich habe auch ein bisschen die Strecke und die Kurssetzung beobachtet. Aufgepasst, nicht zu stark nach innen lehnen. Im oberen Streckenabschnitt vielleicht ein bisschen offener die Kurssetzung und unten ist es ein bisschen drehender. Ja, das ist jetzt die Fortsetzung. Cassidy Gray lehnt sich ein bisschen stark nach innen, als ob sie auf dem Motorrad sitzt, hat zu viel Druck auf dem Innen-G. Aber ansonsten kann sie, wenn es ein bisschen griffiger ist, unglaublich gut fahren. Also das kanadische Team hat da etwas, was nachstößt. Was eine Allround-Sportlerin im Übrigen, die unheimlich gern schwimmt, die sehr gut Fußball spielt, auch schon Fußballtrainerin war, kommt aus dem Bundesstaat British Columbia. In Panorama zu Hause. Liebt den Sport und vor allen Dingen den Skisport. Siehst du diese letzten Tore? Ja. Die waren grandios. Da ist es ein bisschen griffiger wegen der Sonneneinstrahlung. Aber das waren super Tore hier unten. Ja, das sieht so aus, als würde sie die Führung übernehmen. Und zwar deutlich, deutlich, deutlich. 91 Hundertstel schneller als Laura Pirovano. Und das ist ein wunderschöner Moment für jemanden, der zum ersten Mal bei einer WM fährt. Auch wenn sie weiß, dass das nicht so bleiben wird. Und hier sehen wir auch die Fehler, die sie eingebaut hat, nochmal. Mhm. Aber dass sie Skifahren kann, hat sie bewiesen. Ja. Leona Popovic, die Kroatin aus Rijeka, ist 23 Jahre alt. Im Weltcup noch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Oft schon mitgefahren. Ja, es ist interessant, da wo der Schatten noch hinfällt, da weicht es kein bisschen auf. Das ist identisch zum ersten Durchgang. Da gibt es einige Läuferinnen, die das nicht so gerne sehen. Die hätten sich gewünscht, dass die Piste ein bisschen mehr aufraut, dass sie mehr Grip haben werden. Andere werden es lieben. Das heißt, gegen Ende des Rennens, wenn dann die besten Frauen unterwegs sind, wird da alles noch möglich sein. Und auch da, Marco, werden wir noch mal beobachten, wie sich das so mit dem Grip verhält. Ja. Wer wie möglicherweise abgestimmt hat, sein Setup. Das können wir natürlich nur aus der Distanz beobachten, aber wir haben ja Gott sei Dank einen Experten hier. alle Last auf dir. Und Leona Popovic wird die Zeit von Cassidy Gray nicht unterbieten, 27 Hundertstel langsamer und damit steigt die Kanadierin schon mal einen Platz. Ja, ganz wichtig, wenn es so eisig ist, einen schönen Hüftknick anzubringen, dass man genügend Druck auf dem Außenski bekommt. Neja Dvornik fährt in einem privaten und damit auch privat finanzierten Team. Oh, beginnt super. Das waren grandiose Tore da oben. Schön auf Zug, Technik passt, Hüfte genau am richtigen Ort, genau genügend Druck auf dem Außenski, weniger Rutschphasen, also bisher, das gefällt mir gut. Feingefühl. Was sagt die Zwischenzeit? Baut sie weiter aus mit 1:09. Das ist übrigens ein wesentlich selbstbewussterer Auftritt von ihr als im ersten Durchgang. Zu direkt. Da war die Linienwahl nicht ganz gut getroffen. Vielleicht ein kleiner Besichtigungsfehler. Das hat sie vielleicht anders erwartet, als es sich gestaltet hat. Aber sie hat so einen großen Vorsprung gehabt, dass sie sich diesen Fehler in Anführungsstrichen mal erlauben kann. Eigentlich nicht, denn dadurch macht sie sich eine noch bessere Platzierung ja kaputt. Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber als ich die ersten Tore gesehen habe, habe ich mich schmerzlich an Viktoria Rebensburg erinnert, die ja leider nicht mehr dabei ist und aufgehört hat. So einen ähnlichen Stil habe ich, glaube ich, erkannt. Ja, absolut. Das hat eine Ähnlichkeit und ich kann das nur loben. Es ist super Technik, Beinarbeit super, Oberkörper ruhig. Schmerzlich vermissen, ja, du sagst es. Ja, absolut, ja. So. Und jetzt zu Andrea Filser. Hier unten steht es nochmal, damit es auch alle glauben. Bronzemedaille gewonnen im Teamwettbewerb parallel.
Und jetzt muss sie Gas geben. Und ich glaube zu erkennen, dass sie das wesentlich besser tut als im ersten Durchgang, wo sie etwas vorsichtiger ans Werk gegangen ist. Aber auch ein paar Fehler schon im ersten Teil der Strecke ihr unterlaufen sind. Ja, das ist gut. Das sieht gut aus. Technisch fahrt sie einfach gut. Aufpassen, dass sie nicht zu früh über den Innenski sich nach vorne hebt oder nach oben hebt. Den Außenski schön lange mitführen. Das war besser als zuvor. Jetzt dreht es. Gut platziert sein. Es passt. 54 Hundertstel der Vorsprung. Andrea Filser setzt sich dann doch noch mal eindrucksvoll und gut in Szene. Und jetzt wollen wir wünschen, dass die 1 aufleuchtet, wenn sie durchs Ziel fährt. Das müsste eigentlich ausreichen. Jawohl. 47 Hundertstel voraus und wir halten fest, es ist die schnellste bisher im zweiten Durchgang gefahrene Zeit. Und vielleicht reicht das ja aus, um sich das ein oder andere Plätzchen noch nach vorne zu arbeiten, dass sie ihrem Ziel Top 15 vielleicht näher kommt. Ob sie das erreicht, naja, schwierig zu sagen. Aus Zakopane, Maria Lucak, 20 Jahre alt, das sind die Riesenslalomläuferinnen von morgen, wenn wir so wollen. Die jetzt schon mal die Luft des Großereignisses schnuppern. Nächstes Jahr geht es mit Olympischen Spielen dann weiter und dann in 2 Jahren schon wieder eine Weltmeisterschaft. Technisch auch sehr versiert, da ist viel vorhanden. Fährt eine etwas andere Linie, das heißt, sie ist früher fertig mit ihrem Schwung, kann sich neu orientieren auf das nächste Tor. Hier rutscht der Außenski auch ein paar Mal wieder weg. Aber sie ist etwas langsamer geworden. 900. Das wird jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Maria Lucak und Andrea Filser. Andrea Filser. 2:35.08. Magdalena Lucak. Eine Hundertstel ist sie schneller als die Deutsche. Kopf an Kopf rennen. Ja, bei ihr war zu sehen, dass sie den Druck etwas kürzer gestaltet hat und etwas früher fertig war, mit der Kurve etwas höher war bezüglich der Linie. Die Spanierin Nuria Pau. Lange ist her, dass es eine Spanierin von Weltformat in diesem Wettbewerb gab. Das war Maria Rienda Contreras. Aufgepasst, ja. Und das war's. Ja, das hat sich ein bisschen abgezeichnet. Ausnahmen weit hinten, zu wenig Druck auf dem Außenski. Auch da, ich wiederhole mich gerne, aber bei diesen eisigen Verhältnissen ist das wichtig. Peter Gerdol, der Rennleiter. Ja, es war klar, dass er das sagen wird. Also erstmal Rennunterbrechung, wir müssen das B-Netz wieder aufbauen. Und hier ist hoffentlich nichts passiert. Nuria Pau. Rücklage und dann zu viel zur Seite gelehnt. Und dann gibt es auch keine Chance mehr aufzustehen, weil dann schon das Netz kommt. Ja, versucht krampfhaft noch mal vorne Druck auf die Schaufel zu bekommen, um aufstehen zu können. Aber dann geht ihr die Strecke aus. Nichts passiert, das ist die gute Nachricht. Denn auch bei so kleinen, vermeintlich kleinen Stürzen kann es passieren, dass man sich im B-Netz Schürfwunden, Schnittwunden zuzieht. Hier haben wir Petra Wilchowa, ihr Trainer Livio Magoni, früher in den Diensten des italienischen Verbandes, hat den Kurs gesetzt. Vielleicht ein kleiner Vorteil. Und hier haben wir die Führende, Magdalena Lucak aus Polen. Oben eingeblendet, geht gleich weiter in einer halben Minute. Ja, Marta Bassino geht noch mal den Kurs durch.
Hier hatten wir, glaube ich, Corinne Sutter. Und jetzt kann es mit Mina Fürst-Holtmann weitergehen, die relativ gelöst am Start zu sein scheint. Mhm. Aber auch diesbezüglich war der Start nicht wirklich von Angriffslust geprägt. Weißt du, eine gelöste Stimmung, das ist gar nicht so schlecht. Sie hatte gar nichts zu verlieren. Nummer 9 im ersten Durchgang. Sie war weit unter ihrem Dach geschlagen. Sie ist auch nicht gut gefahren im ersten Durchgang. Vom Mindset her, von der Einstellung her, ist es schon gut, wenn man gelöst ist. Aber dann muss man auch Gas geben. Und das war jetzt wirklich nicht so überzeugend am Start. Lehnt sie ein bisschen stark nach innen. Ähnlich wie im ersten Durchgang. Am Ende des Schwungs ein bisschen zu wenig Arbeit. Naja, schau. Sucht eigentlich die ganze Saison schon nach ihrer Form. Wollte eigentlich alle Super-Gs fahren und dann irgendwie verunsichert. Also es ist nicht ihre Saison. Ja, das ist die Konsequenz. Wenn du nicht schön auf dem Ski stehst und am zweiten Teil des Schwungs nichts machst, dann wirst du immer tiefer und tiefer von der Linie her gesehen und irgendwann geht dir der Raum aus, vor allem dann, wenn ein Übergang ansteht. Also da droht keine Gefahr für den zweiten Platz von Andrea Filser und auch nicht für Magdalena Lutschaks ersten Rang. Mina Fürst-Holtmann zunächst mal Vierte. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange die guten Platzierungen von Lutschak und Filser halten und wie weit es nach vorne geht. Das ist der erste Teil dieses Finales und der zweite die Entscheidung um Gold, Silber, Bronze. Jetzt aber zu Coralie Frassembe. War zuletzt in Courchevel, Kranjska-Gora und am Kronplatz auf Plätzen zwischen 23 und 29 unterwegs. Hat schon ein bisschen von ihrem Vorsprung von 66 Hundertstel aus dem ersten Durchgang gemessen an Lutschak verloren. Jetzt wieder den alten Abstand hergestellt, also ist unterwegs, um die Polin abzulösen. Ja, aber was man schön beobachten kann beim zweiten Teil des Schwunges, da arbeitet sie viel besser als Mina zuvor. Mhm. Und zeigt hier eine Zwischenzeit, die darauf hindeutet, dass sie nicht nur die Führung übernimmt, sondern vor allen Dingen im zweiten Durchgang eine exzellente Laufzeit hingelegt hat. Coralie Frassembe im Ziel 1,57 Sekunden vor Lutschak und 1,58 Sekunden vor Andrea Filser. Vieles zusammengepasst, Technik war gut, angriffslustig, da im Steilhang. Nicht ideal. Magie, richtig magisch wieder hingezaubert. Nein, Präzision, super gepasst, Linienwahl gepasst, angriffslustig, also das ist das Rezept. Also völliges Kontrastprogramm zwischen Mina Fürst-Holtmann und Coralie Frassembe, die wir gerade gesehen haben. Und jetzt kommt Estelle Alphand, die hier schon Probleme hat. Ja, was immer unten bei den Skiern passiert, beginnt oft oben bei den Armen, bei der Arbeit von den Armen. Wenn der Außenarm sehr weit oben ist oder weit hinten von ihrem Körper, dann kriegen die Frauen, die Fahrerinnen einfach zu wenig Druck auf dem Außenski. Und nochmals, bei diesem Eis ist das sehr, sehr entscheidend. Ja, und immer wieder so gleiche Schreckmomente, weil sie nicht genug Druck auf dem Außenski hat, dann wegrutscht auf dem Eis. Und somit erklärt sich auch der Rückstand von 2,10 Sekunden. Ja, das wirkt sich natürlich auf das Selbstvertrauen aus. Das nimmt einem das Selbstvertrauen, dass man dann noch konsequenter auf dem Ski steht. Und dann setzt sich das dann fort. Im Ziel nur der vorläufig siebte Platz. Und Lutschak Filser bleiben an 2 und 3 und steigen insgesamt schon 3 Plätze. Also ich glaube, Andrea darf
Andrea Filser darf da zufrieden sein, wenn am Ende vor ihrer Platzierung eine 1 steht. Also 19, 18, das wäre schon toll. Da müsste sie jetzt noch ein paar Plätzchen steigen. Sarah Hector. Ja, auf sie war ich gespannt. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, das reicht nicht mehr. Nein. Auf sie war ich gespannt, weil im ersten Durchgang war sie komplett unter ihrem Werk geschlagen. Das richtig eisige, glatte mag sie nicht. Sie wollte jetzt ein Feuerwerk zünden. So ging es leider nicht, aber das ist das einzige Rezept, das sie anwenden kann, Risiko auf sich zu nehmen. Da bei diesem Schwung zuvor ein bisschen zu viel Druck, Schwerpunkt war hinten und da gibt es so wie ein kleiner Katapult und das lässt sich dann nicht mehr korrigieren. Man ist ja geneigt, davon auszugehen, dass alle, die aus den skandinavischen Ländern kommen, immer auf Eis gewohnt sind zu fahren. Oh nein. Nein, die sind auf aggressivem Schnee gewohnt zu fahren. Das hat mit den Temperaturen zu tun, mit den Schneekristallen. Und wenn die Temperaturen so tief sind, kennt vielleicht jeder, wenn es richtig kalt ist und man läuft mit den Schuhen über den Schnee, wie das knirscht. Knirscht, ja. Und die Schweden und Norweger brauchen selten Wasser, um die Pisten so auszuhärten, weil durch diese kalten Schneetemperaturen ist die Schneedichte eh schon so kompakt. Alex Tilly, die Schottin. Ja, Alex hat einen technischen Schritt nach vorne gemacht auf diesen Winter hin. Bis zum letzten Teil des Schwunges fährt sie wirklich sehr, sehr gut. Aber dann hätte ich gerne ein bisschen mehr Arbeit, dass sie aufsteht, dass sie arbeitet. Sie bleibt dann einfach sitzen, ja, und schmeißt die Skier unter dem Körper durch. Ein bisschen mehr Aufstehbewegung, da wäre sie noch schneller, noch schneller. Ja, im Moment verwaltet sie ihren Vorsprung. Mhm. Ja, sie fährt gut, Linie passt gut, der Beginn des Schwunges auch. Nur ein bisschen mehr Arbeit, dann wäre sie noch schneller. Ja, sind lange auf der Kante gestanden. Ja, das ist das Resultat. Wenn du nicht arbeitest, dann musst du den Radius des Schwunges ausfahren und du kannst sie nicht verkürzen mit deiner aktiven Fahrweise. Und dann, wenn die Torabstände plötzlich enger werden, geht der Raum aus, dann fehlt der Platz. Würde aber trotzdem noch reichen für Platz 2. So ist es. Knapp vor Lutschak und Filser. Frassombe vor Alex Tilly. Das ist die neue Reihenfolge. Schöne Bilder. Corinne Sutter, die Abfahrtsweltmeisterin, die zweite im Super-G, hat ihr Soll schon erfüllt. Fährt gut. Und fährt aber hier schon so, als würde sie denken, da ist noch was drin. Na, da ist auch was drin. Und da sehen wir den Unterschied. Am Ende des Schwunges bewegt sie sich. Leichte Bewegung, leichtes Aufstehen. Und das generiert dann einfach mehr Tempo. Wenngleich sie hier schon eine halbe Sekunde fast wieder verloren hat. Das ist jetzt ihres Abfahrtshocke. Aber auch wenn sie jetzt hier Verspätung hat, sie hat sich weit nach vorne entwickelt im Riesenslalom. War davor eine reine Abfahrerin und Super-G-Fahrerin, hat aber dann an der Kurventechnik gearbeitet. Das zahlt sich natürlich dann auch im Riesenslalom aus. Wird jetzt nicht reichen. Ah, doch noch gerade auf Platz 3. Ich wollte schon sagen, wird nicht reichen für einen Top-3-Platz. Aber im Moment ist sie Dritte mit 1,92 Sekunden Rückstand. Den Start nicht optimal ausgelöst, schon mit ihrem Schienbein und nicht unten bei der Beuge des Skischuhes. Da lässt sie etwas Zeit liegen, aber faszinierend zu sehen. Im Steilhang ist sie gut gefahren. Weil du es gerade gesagt hast mit dem Auslösen, dass einer so erfahrenen Läuferin wie Corinne Sutter, dass ihr auch noch passiert. Sollte nicht passieren, ja. Steffi Brunner unterwegs. Auch zu tief.
und raus. Ja, da dreht es, da hat es diesen Übergang, diesen Geländeübergang. Es dreht und das Gelände fällt nach links weg. Und in dem Moment, wenn eine Läuferin sich sehr stark nach innen lehnt, nur ein bisschen, kriegt sie keinen Druck auf den Außenski und der rattert ihr dann unter dem Körper weg. Und dann reicht es nicht mehr für das nächste Tor. Das ist sicher eine der Schlüsselstellen. Da haben wir schon öfters andere Athletinnen gesehen mit demselben Fehler. Und trotzdem kann man nicht sagen, dass es unfair oder zu schwer gesteckt sei. Nein, absolut nicht. Für irgendwas gibt es ja die Besichtigung im Vorfeld. Und zudem, alle haben oben einen Bildschirm, um das Rennen noch zu beobachten, um zu schauen und zu sehen, aha, da unten ist dieses Problem. Da investiere ich ein bisschen mehr von der Richtung für diesen Übergang und stehe gut auf den Außenski. So, jetzt Tina Robnik. Und dann möchte ich Sie schon mal vorbereiten auf die beste Riesenslalomläuferin der Saison im Weltcup, Marta Bassino. Ich glaube, die wird ein Feuerwerk abbrennen, was dieser Hang so noch nicht erlebt hat. Wird alles oder nichts fahren. Aber erst noch Tina Robnik. Baut ihren Vorsprung etwas aus, um 900stel. Frassonbe vor Tilly und Sutter, das ist die Reihenfolge. Schau, diesen Übergang gut erwischt. Sie war bezüglich der Linie etwas direkt unterwegs, aber hat gut den Druck auf den Ski gebracht und diesen kurzen Schwung gemacht. Tempo passt. Oh, keine Unsicherheit. Ja, hier unten darf man sich keine Fehler erlauben. Nein. Auch diese Unsicherheit, das kostet gleich ein bisschen Tempo und es ist ja nicht steil hier. Präzision, das ist hier das Stichwort. Ja, Tina Robniks Zeit läuft weiter und weiter. Das ist der zweite Platz. Noch vor Alex Tilly. Dann Sutter als Vierte, Magdalena Lutschak als Fünfte. Andrea Filser im Moment Sechste, hat schon 5 Plätze gut gemacht. Nähert sich also der Schallgrenze Position 20 und ist im Moment bei Julius Hilfenhaus. Ja, Andrea Filser, können wir direkt mal fragen. Deutlich besserer zweiter Lauf. Sie wollten Top 15. Ist das noch drin? Ah, wird spannend. Kommt jetzt darauf an, was die Vorderrennen machen. Aber es war auf alle Fälle eine deutliche Steigerung. Und ja, am dritten Renntag jetzt in Folge hat mir jetzt doch ein bisschen die Konstanz gefehlt. Die, wo ich gestern hatte fürs Team, die hat mir jetzt heute ein bisschen gefehlt. Von dem her, ja, schade mit dem ersten Lauf, aber mit dem zweiten, ich denke, da drauf kann ich aufbauen. Sie sind im zweiten, ich habe gerade noch mal geguckt, glaube ich, immer noch die zweitschnellste, wenn man nur den zweiten Durchgang nimmt. Haben Sie schon unterwegs gemerkt, jetzt läuft's? Ja, es war, ich habe mir deutlich ein bisschen mehr Stress gehabt unterm Fahren und das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn sie alles so locker ausgeht von der Linie, dann ist es meistens nicht so schnell. Von dem her war jetzt im zweiten ein bisschen mehr Stress drin. Das ist immer ganz gut, ein gutes Zeichen unterm Fahren. Zum Ende der WM kann es ja auch noch mal ein bisschen Stress geben. Sie haben dann ja frei. Und noch mal zur Erinnerung, Platz 22 war das Beste bisher. Ja. Sieht ziemlich danach aus, dass Sie das toppen. Da kann man schon ganz gut mit der WM zufrieden sein, oder? Bronze plus Bestleistung im Riesenslalom? Ja, doch, auch im Parallel mit dem 11. Platz. Das war wirklich super. Und gestern die Bronzemedaille, das ist, glaube ich, immer noch nicht angekommen, dass ich die wirklich gewonnen habe mit dem Team. Und ja, jetzt hoffe ich, dass heute noch ein paar Plätze nach vorne geht und dann war es eine super WM für mich. Und wenn Sie ins Hotel zurückkommen, liegt die Medaille ja da hoffentlich noch. Dann ist das der Beweis. Vielen Dank, Andrea Filser. Danke auch. Ciao. Ja, sie hat eine gute Grundlage gelegt, um da noch ein oder zwei oder vielleicht noch mehr Plätzchen nach vorne zu kommen. Wenn man sich die Zeiten anguckt, Frassonbe bisher die schnellste Laufzeit im zweiten Durchgang, dann aber schon Lutschak und auch Andrea. Ja, das ist ein markanter Schritt nach vorne und das zeigt, was sie drauf hat. Und was möglich ist auf dieser Strecke. Und jetzt bin ich gespannt auf Marta Bassino. Die fährt sicherlich mit dem notwendigen Quäntchen Wut im Bauch. Und beginnt auch schon gut. Oh ja. So, Ausfahrt. Vorsprung leicht ausgebaut auf 95 Hundertstel. Viel selbstbewusster als im ersten Durchgang.
Ja, durchgemogelt. Sie hat einen schnellen Wechsel gemacht. Der Ansatz hat gepasst. Aber dann war sie nicht sehr schön in der Position und ist ein bisschen weggerutscht. Hat nicht sehr viel Zeit gekostet, aber etwas. Aber sie muss hier natürlich auch einen Lauf hinlegen, der auch die Konkurrenz, die nach ihr noch kommt, schockt. Und auch das war nicht so ideal. Sie rutscht immer wieder weg. Auch sie ein bisschen unsicher. Ja, vor allem in einem zweiten Teil des Schwungs. Der Ansatz passt gut, aber da muss sie oft nachdrücken. Es ist vorbei. Der Traum von einer Medaille im Riesenslalom ist ausgeträumt. Nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen gibt es die nächste Chance für Marta Bassino. Und spätestens jetzt, auch wenn sie hier die Führung übernimmt, ist sie wieder in Anführungsstrichen in den Niederungen des Weltcups angekommen. Ja, es folgen noch 14 Läuferinnen. Ihr Rückstand aus dem ersten Durchgang ist einfach zu groß. Da sehen wir nochmals diese Schwierigkeit bei diesem Tor. Einmal den Arm nach hinten und schon rutscht sie etwas weg. In der Mitte der Präsident des Skiverbandes und Sofia Gocha natürlich auch mit dabei. Das hat sie sich anders vorgestellt, ja. Ja, aber muss man auch sagen, Sofia Gocha hat es eindeutig angesprochen, sagte, sie sind einfach nicht gut genug gefahren heute. Mhm. Punkt. Ramona Siebenhofer. 29 Jahre ist sie alt. Wir wollen ja der Leistung von Marta Bassino überhaupt nicht unrecht tun. Nein, überhaupt nein. Nicht. Auch wenn sie jetzt mit Bestzeit im Ziel steht, aber nur schon, dass eine Siebenhofer oben ihr 6/10 Sekunden abnimmt. Einer Seriensiegerin diesen Winter, das relativiert dann wieder die Leistung heute von Marta Bassino. Vielleicht hat ihr Setup nicht gestohlen, die Abstimmung zwischen Schuh, Bindung, Platte, ich weiß es nicht, weil die Fahrweise war nicht schlecht, außer halt jeweils im zweiten Teil des Schwunges, da ist sie lange auf dem Fahrrad gestanden. Ich warte seit Jahren mal auf eine echte Schweizer Grammatik. Das werde ich jetzt gleich noch mal aufnehmen. Das muss ich einfach tun, weil es sich anbietet. Aber Siebenhofer wollen wir erst noch ins Ziel begleiten, denn die fährt hier eine richtig gute Zeit. Auf dem Kurs, den Livio Magoni, der Trainer von Petra Vilchova, gesteckt hat und übernimmt die Spitze 1,02 Sekunden vor Marta Bassino. Mein Gott, wie ist die in Form? Das ist ja faszinierend zu sehen. Richtig genial. Ja, Sportchef Toni Giger darf sich da schon freuen. Absolut. So, und noch kurz auf die Schweizer Grammatik. Stimmen, stummt, gestummen. Ja. Deutsch ist meine Fremdsprache. Das macht. Und die Serien sind die Serien. Serien. Okay. Serien. Ja, dann haben wir das geklärt. Gut. Wendy Holdener. Eine Chance hat sie noch im Slalom am Samstag, um die ersehnte Medaille zu holen. Kann sich quasi in diesem Hang noch mal einfinden. Vier Zehntel Rückstand reicht im Moment für den vorläufigen zweiten Platz. Es gab viele Schweizer Medaillen, Marco, aber es gab auch enttäuschte Schweizer Athletinnen. Ja. Wendy ist eine davon. Ja, sie hat in der Kombination die Medaille, die sie angestrebt hat, leider nicht erreicht. Sie ist ausgefallen, sie hat viel Risiko auf sich genommen. Mit dem Team haben sie auch keine Medaille geholt. Also ich denke, ihr großes Feuerwerk wird dann im Slalom gezündet. Was den Druck nicht weniger macht. Nein, überhaupt nicht. Aber sie hat viele Chancen. Die Trümpfe bisher haben alle nicht gestochen. Also von daher abhaken heute wieder. Slalom. Technisch einwandfrei, ja. Da gibt es nichts zu sagen. Weißt du, sie ist in Form. Das darf man nicht vergessen. Aber das sind eben andere auch. Und die kommen noch jetzt zu Christine Lüsterl. Zwölfte aus dem ersten Durchgang. Wir nähern uns also den Top Ten.
oberen Streckenabschnitt, dass sie so viel auf Siebenhofer verliert. Ja, Ramona ist da einfach unglaublich gut gefahren. Alles schön auf Zug, da sehen wir bei Christine diese leichten Rutschphasen, immer wenn der Schnee aufstaubt, auch zu Beginn des Schwunges, Unsicherheit, sie wartet ab, driftet leicht hin, bis der Zeitpunkt passt, um Druck aufzubauen. Das ist halt nicht die Präzision, die gefordert ist bei diesem Hang. Ja. Oh. Ja, jetzt sammelt sie aber Rückstand noch und nöcher ein. Das wird nicht unter 2 Sekunden sein, eher mehr. Da wird sie auch noch hinter Andrea Fies. Ja, die hat im Moment 3,17 Sekunden Rückstand. Dann wird es 1, 2, 3, 2, 18, ja. Sechster Rang. Ich kann mir vorstellen, dass Andrea Filser jetzt auf eine noch hofft, die langsam ist, dann wäre sie 20. am Ende. Das ist ja aller Ehren wert. Da hier wieder Außenski wegläuft. Ja, das ist bei diesen eisigen Verhältnissen ist die Präzision der Technik auch gefragt. Nicht nur der Linie, sondern auch die Gewichtsverteilung. So, jetzt nächstes Feuerwerk oder nächste Enttäuschung. Die noch amtierende Weltmeisterin von vor 2 Jahren in Ore, Petra Vilchova, hat an der ersten Zwischenzeit schon 31 Hundertstel quasi verloren, wenn man das addiert. Schau, problemlos dieser Übergang gemeistert. Linie hat gepasst, Technik passt. Sie arbeitet gut im zweiten Teil der Kurve, dass sie oben etwas verliert. Okay, aber jetzt muss sie Gas geben. Schau, der Außenski, wie im ersten Durchgang, rutscht immer wieder weg. Ja, das ist interessant zu sehen. Es überrascht mich, weil ich habe Markenkolleginnen von ihr gesehen, die absolut kein Problem hatten mit Grip. Tja, das ist dann immer auch der Servicemann, der individuell abstimmt, so rum. Auch nach den Wünschen der Sportlerin. Eben, ja, die Wünsche der Sportlerin, die sind entscheidend. Sie will das Setup so wählen. Und das wird die nächste Enttäuschung. Petra Vilchova ist entthront, das ist jetzt klar. Es wird eine neue Weltmeisterin geben. Ja, für sie doch sehr enttäuschend. Nochmals kurz das Setup. Das ist die Verbindung Ski, Schuh, Platte, Bindung. Und je nachdem, wie man das einstellt, hat man halt mehr Griff oder ein bisschen weniger. Und sie hat das anscheinend so gerne gewählt. Hier ist einer deiner Geheimtipps, Meta Howard. Und von ihr erwarte ich vor allem in diesem Abschnitt eine super Leistung, weil das kann sie. Steil, eisig. Das gefällt dir. Schön anzusehen. Schau, wie eng das sie bei den Toren ist. Ei, das überrascht mich. Übergang. Achtung. Nein. Oh, nicht reinlegen. Und da ist es vorbei. Ja, des einen freut, des anderen leid, oder in diesem Fall umgekehrt, des anderen leid, des einen freut. Damit ist Andrea Filser unter die 20. Schauen wir nochmals, kurz ausgehoben und dann lehnt sie zu Beginn des Schwunges den Oberkörper nach innen. Der Außenarm ist relativ weit oben und damit lässt sich kein Druck aufbauen. Schuh berührt sofort den Schnee. Ach. Das Gelände hängt auch ein bisschen weg, hilft gar nicht, sondern das erschwert das Ganze. So, die Spannung steigt, auch wenn hier erstmal die Enttäuschung überwiegt. Trotzdem, Spannung steigt. Wir kommen zu den besten 9 aus dem ersten Durchgang. Beginnend mit der zweimaligen Weltmeisterin Tessa Worley. Hier sehen wir rechts Marta Bassino, in der Mitte auf dem Stuhl Sofia Goggia. Sie hat das Zeug, die Möglichkeiten, die technischen Voraussetzungen, aus einem Durchgang einen Lauf zu machen, der sie ganz weit nach vorne bringt. Aber ob das auch heute der Fall ist, die Mischbedingungen sind schwierig, das haben wir festgestellt. Tessa Wallis Angriff auf das Podium.
Körpergröße, Fahrstil sehr, sehr ähnlich wie mit der Robert. Also auch von ihr da oben in diesem technisch schwierigen Abschnitt. Jawohl. Sollte was zu erwarten sein. 14 ist doch etwas viel. Oh, weiteren Weg gefahren da. Limit. Ja, nicht so gut. Das war jetzt nicht so gut. Ja, das wird sich jetzt auch in der Zwischenzeit auswirken. Sie hat Verspätung, nicht viel, aber Verspätung. Und sie will noch nach vorne. Und sie müsste jetzt hier eindeutig in Führung gehen mit, sagen wir mal, einem halben, dreiviertel Sekunde Vorsprung, um hier noch was auszurichten. Ja, das ist noch machbar. Das ist machbar. Präzision nochmals, das ist gefragt. Saubere Linie zu fahren, kein Schnee, der aufstauben darf. Sie hört auf dich, Marco. Mhm. Hier ein klein wenig. Reicht das? 32,92 schafft sie nicht. Nein. Tessa Worley wird nicht auf dem Podium landen, wenn alles jetzt seinen normalen Lauf nimmt. Zweite im Moment. Aber es kommen ja noch 8 Läuferinnen. Sehen wir dieser schwierige Übergang nochmals, ähnlich wie mit der Rovat, leichte Streckphase. Und dann, ja, der Außenarm, sie bringt ihn dann nach vorne. Und im zweiten Teil der Kurve bringt sie dann den Druck auf den Ski. Und natürlich schnappt sie nach Atem bei diesem anstrengenden Riesenslalom. Ramona Siebenhofer hat jetzt schon 5 Plätze gut gemacht und hofft und bangt. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Siebenhofer vor Worley und Holdener. Andrea Filser im Moment 12. Und ja, wir haben Zeit. Und weil wir gerade über Andrea Filser gesprochen haben, Marco, du hast ein bisschen was gezeichnet. Mach mir den Picasso bitte. Also ich mache dir den Picasso. Super jeweils, wie sie den Schwung ansetzt. Also das passt optimal. Schöne Körperposition. Das muss ich schnell anhalten, weil das ist einfach schön. Aber dann im zweiten Teil des Schwunges, und das war heute öfters bei ihr der Fall, plötzlich streckt sich dieses Außenbein und sie kriegt mehr Druck auf den Innenski. Und im nächsten Teil des Schwunges, was passiert? Der Außenskidruck verliert sie leicht und dann steht sie auf über den Innenski und lässt im Außenski immer ein bisschen den Druck nach. Und das kostet leider, und das ist jetzt das Haar in der Suppe, in jedem Tor da eine Hundertstel, da zwei Hundertstel. Und das summiert sich dann. Und wenn sie das noch in den Griff bekommt, weil der Beginn des Schwunges alles ist absolut optimal. Entschuldigung, jetzt habe ich hier der Regie reingefunkt und einen falschen Knopf noch gedrückt. Aber ja, Andrea macht viel Spaß für die Zukunft. Also da ist so viel vorhanden. Ja, ich habe es leider nicht hören können, welches Lied sie da mitsingt. Aber es ist so typisch für Michelle Gesine, dass sie sich vor dem Rennen mit Musik besonders ausgewählter noch mal in Stimmung bringt. Vielleicht habt ihr es in der Regie genauer gehört. Auch nicht gut. Vielleicht auch nicht unsere Musik. Wer weiß. Ranhild Mowinkel. Die hat mich ehrlich gesagt überrascht mit ihrem ersten Durchgang. Position 8 eingefahren. Rückstand auf Bronze. 3/10 etwa. Gemogelt. Sie rutscht etwas stark. Aber ja, der erste Durchgang, das war eine Überraschung. Das war ein starkes Lebenszeichen von Ranhild. Sehr gefühlvoll, wie sie fährt. Dezent, nicht zu viel Bewegung. Genau das, was es braucht. Direkt hingefahren. Da musste sie nachdrücken. Ja, auch. Mhm. 46 Hundertstel Rückstand. Die Gesamtzeit von Ramona Siebenhofer, 2,31,92, möglicherweise nicht in Gefahr. Ja, hier hat es ein bisschen spät dran gewesen. 44 Hundertstel Rückstand, 4. Platz. Es wird am Ende ein gutes WM-Ergebnis für Ranhild Mowinkel werden. Und vielleicht ein kleiner weiterer Mosaikstein, der sie wieder zurückbringt in diesen Zustand, den sie
vor in den letzten Olympischen Spielen in Pyeongchang hatte. Lara Gut-Behrami. Ja. 30 Weltcupsiege. Die ja ganz beruhigt starten kann. Sie hat schon 2 Medaillen Gold im Super-G, Bronze in der Abfahrt. Also sie kann da ganz befreit aufwarten. Marina Gazienica Daniel, jüngere Schwester von Agnieszka, die 2004 in Sölden ihr Debüt gab und auch in 2010 Olympische Spiele mitgemacht hat. Ihr Großvater Franciszek war Olympiateilnehmer im Skisprung und der nordischen Kombination. Der Großonkel war Skispringer und die Großtante ist alpin gefahren und war auch bei Olympia. Ich habe es mal im ersten Durchgang erwähnt, also sportliche Familie. Und ihre Großtante Helena, um dieses Stammbaum noch zu verführen, war in Cortina schon dabei. So, jetzt haben wir es. Mhm. Sie ist ein Talent. Sie ist ein Talent. Sie ist da immer im zweiten Teil des Schwimmes sehr stark. Oberkörper ruhig, Linie passt. Ja. Oh, schade, ah, schade. Leicht überdreht. Ja, jetzt ist es durch. Und jetzt fehlt ja auch der Schwung für den flachen Teil. Schade. Bis dahin so gut gefahren. Und wer weiß, was sich daraus hätte entwickeln können mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung. Da wäre sie bedenklich nahe für die Konkurrentin an einen Platz irgendwo zwischen 2 und 5 gekommen. Jetzt ist es vorläufig der zweite. Das ist total schade. Ja, aber das ist ja immer noch gut. Mit diesen großen Fehlern, weißt du, da ist so viel vorhanden. Das war noch zuvor, da ist sie ein bisschen tief geraten, das kann passieren. Ja. Und das ist genau das, was du immer wieder erklärst und sagst. Und hier ist es. In Extremis. In Extremis, genau. Ja. Alice Robinson, 2020 den schwierigen Riesenslalom von Kranjska-Gora gewonnen. 8 Zehntel ihr Vorsprung vor Siebenhofer aus dem ersten Durchgang. Aufgepasst, Alice, diesen Innenarm nicht immer so weit nach hinten zu nehmen. Aber sie attackiert, der erste Lauf war ein schönes Lebenszeichen von ihr. Sie hat sehr schnelle Schwünge, starke Schräglage. Aha. Unruhig mit den Armen. Richtige Ruderbewegungen. Ja, beeindruckend. Also von der Hüfte nach unten, das marschiert, das funktioniert. Sie greift das Podium an, das ist eindeutig. Wird vielleicht noch mal ein bisschen verlieren. Ja. 78 Hundertstel der Vorsprung, aber das ist genau, wenn sie das rettet, das ist genau die Ansage, die sie machen muss. Ja, die in Extrem ist wirklich am Limit unterwegs. Die Probleme, die sie hat, die rühren daher, dass sie so unruhig ist mit den Armen. Alice Robinson nimmt die Führung mit 53 Hundertstel Vorsprung. Und nicht nur die in Angriff, sondern auch das Podium. Das ist jetzt die Grundlage dafür und die anderen, die jetzt kommen, müssen erstmal schauen, dass sie den Vorsprung vor ihr halten. Gezirkelt, die Arme ganz unruhig und dann bringt sie ihn nach vorne und bringt auch gleich wieder den Druck auf den Ski. Ja, das war Kampfgeist, Angriffslust. Und Ramona Siebenhofer wird den Platz da unten jetzt gleich räumen und der Neuseeländerin übergeben jetzt Michelle Gesin. Die ist, wie man in amerikanisch sagen würde, psyched up. Mhm. Die ist voll dabei. Die hat sich in einen Tunnel hineinversetzt und wird jetzt ebenfalls zeigen, dass sie nicht nur in Abfahrt und Super-G klasse ist, sondern auch im Riesenslalom. Eine Allrounderin, wie sie in der Breite, die sie zur Verfügung stellt. Achtung, 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 nein. Das reicht nicht und das war's. Ach, so schade. Wollte gerade nur noch sagen, wie sie quasi als Alleinstellungsmerkmal hat. Petra Wilchowa
ist sicherlich auch eine Allrounderin, aber Gesin finde ich da schon noch ein Stückchen besser. Ja, das ist die Allrounderin schlechthin. In allen Disziplinen mittlerweile Podestplatzierungen erreicht. Ja, sie hat einen ruhigen Fahrstil im Oberkörper, auch mit den Armen rudert sie ein bisschen, das ist kein Problem. Dieser Übergang, das war jetzt halt. Ja, Medaillenträume dahin. Sie hat noch die Chance im Slalom. Und eine Medaille hat sie schon in der Kombination Bronze im Ziel mit der sittbesten Zeit, 1:08 zurück. Und sie weiß genau, natürlich, das sieht man in der Reaktion, wo sie ihre Fehler gemacht hat. Das sehen wir hier nochmal auch verlangsamt. Ja, wie viele, viele Läuferinnen zuvor, viel Druck bei der Kurve zuvor. Es gibt wie ein kleiner Katapult, es streckt sie komplett. Außenarm geht nach oben, da gibt es keinen Druck auf den Außenski. Dann kommt die Schulter nach hinten und sie rutscht da wirklich um diese Kurve. Und das ist die Schlüsselpassage dieses zweiten Durchganges. Weiter geht's mit Katharina Linsberger. Gold im Parallelwettbewerb, dann sollte eigentlich gestern im Teamwettbewerb noch mal entweder Gold und Silber dazukommen. Ging aber nicht, weil die Schweden besser waren. Und schon der erste Fehler gleich zu Beginn, das ist nervös. Ja, ja. Ich wollte sie eigentlich loben im ersten Durchgang, so unaufgeregt, wie sie fährt. Aber jetzt beginnt sie gleich mit einer kleinen Unsicherheit. Aber schau, schau. So, jetzt kommt gleich dann die Schlüsselstelle, noch zwei Tore. Schau, sie hat Tempo weggenommen. Sie hat etwas Tempo weggenommen, um sich da gut zu platzieren. War das taktisch clever? Frage. Sehen wir gleich. Aha. Leichter Rückstand. Ja, aber wir wissen, Alice Brocken, die sind da unten nicht astrein. Auch sie hat da unten ein bisschen Zeit hergeschenkt. Das ist noch machbar. Nein! Wäre. Fast! Oh. Und das ist auch wieder so eine Passage, wo sie rutscht. Aber eine Zehntel Vorsprung. Ja, aber wie viel Tempo hat das jetzt gekostet für die folgenden Tore? Meinst du, es wird noch reichen? Ah, natürlich hat sie das auch verunsichert. 2:31, 39, ja, Alice Robinson, Linsberger, das reicht! Ja, unglaublich. Oh! Unglaublich! Die macht uns die Schiffrin! Im untersten Teil noch mal alles rausgefahren. Linsberger hat sich jetzt in Stellung gebracht für das Podium. Ach, was für eine Fahrt! Gute Passagen. Passagen, in denen sie fast ausscheidet, wie hier, sich wieder aufrappelt. Das ist der Stoff, aus dem Medaillenträume gemacht werden. Wendy Holder nach rechts sehen wir da. Das ist unglaublich. Lara Gutberami. Mental ein Fels. 800stel fehlt auf die schnellste Zeit von Michaela Schifrin. 1800stel ihr Vorsprung vor Katharina Linsberger. Baut den aus. Sie ist in Form. Sie ist enorm in Form. Bringt Selbstvertrauen mit. Achtung, Schlüsselstelle. Taktisch clever gefahren, gut. Sie muss einfach diese Rutschphasen zu Beginn des Tores ein bisschen ausschalten. Unten ist viel drin, unten ist viel drin. 27 Hundertstel noch. Ah ja, aber da hat der Linsberger ihren Fehler. Und auch sie rutscht weg. Ja, aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Jetzt muss grün aufleuchten bei ihr, sonst verstehe ich die Welt nicht mehr. 27 Hundertstel, ja. 29, kein Fehler mehr machen. Aber Linsberger war unglaublich stark hier unten. Aber Lara Gut sieht da nicht weniger stark aus. Ja. Ja, direkt die Linie. 2:30, 75, 2:28, 29, ja. 30, reicht knapp. Ja. Sie hat eine Medaille. Lara Gut-Berami ist in Führung. Und jetzt ist es erstmal Bronze.
Bravo! Da weißt du, was schön zu sehen ist. Sie freut sich im Riesenslalom über diese fixe Medaille fast mehr als in Abfahrt und Super-G. Die hat sie irgendwie stoisch hingenommen, aber da jubelt sie. Ich glaube, das bedeutet ihr viel. Ja, da muss sich dann Katrin selbst an der Nase nehmen mit diesem Fehler, den sie da gemacht hat. Ja, Lara Gutbirami möchte natürlich auch in diesen edlen Club bei Weltmeisterschaften mehr als drei Disziplinen gewonnen zu haben. So. Und jetzt Nina O'Brien. Jetzt, wie stark ist ihr Nervenkostüm? Wenn wir mal davon ausgehen, dass Amerikaner immer dann, wenn es um was geht, alles geben. Und das sieht danach aus. Und das sieht danach aus. Das sieht danach aus. Dann spielt Nina O'Brien im Konzert der Großen mit, auch mit 21 Hundertstel Rückstand noch. Da ist noch nichts verloren, aber ich fürchte mich vor dieser schwierigen Passage hier. Achtung, pass auf, pass auf. Oh ja, ja, ja. Etwas tief geraten. Da muss sie aufpassen, dass sie nicht gleich hinter Liensberger rutscht. Mein Gott, gibt die Gas. Oh, 600stel voraus. Mein Gott, gibt die Gas. Die steckt ihr gar nichts zurück. Die hält sich nicht zurück. Ja, die will. Ja, die will. Und warum auch nicht? Ja. Warum auch nicht? Warum auch nicht mal eine Lücke schließen zwischen der großen Schiffrin und dem Rest? Nerven auf Stahl. Die Frau hat Nerven auf Stahl. Nina O'Brien, sie kann das Ziel schon sehen. 1100stel noch ihr Vorsprung. Kein Fehler mehr jetzt, Nina. Komm schon, nein. Und da kommt er. Nein, nein, nein. Und da ist es passiert. Das darf nicht sein. Nein. Kurz vor dem Ziel, die ganze Geschwindigkeit ist weg. Und jetzt kann sich Katharina Liensberger freuen, denn sie hat eine Medaille Nina O'Brien verschenkt. Eine Top-Platzierung, vielleicht Silber, vielleicht sogar Gold in den letzten Toren. Oh, das tut mir Ist das schmerzt. Traurig? Das schmerzt. Ich meine, sie hat alles in die Waagschale geworfen. Sie hat sich nicht zurückgehalten, wirklich viel Risiko eingegangen. Und es hat so gut funktioniert. Und da ist es. Ja. Keine Kontrolle am Außenski. Sie lehnt sie ein bisschen stark nach hinten. Der Außenski zieht sie ja weg. Und dann fährt ihr natürlich auch der Schreck durch die Glieder. So kurz vom Ziel. Und jetzt zu ihr, die olympische Goldmedaillengewinnerin im Riesenslalom. Michaela Schifrin hat es in der Hand. Einmal mehr. 800stel, ihr hauchdünner Vorsprung vor Lara Gutbirami. Technisch super. Einmal frei wie immer. Ein bisschen tiefer geraten da. Kein Problem. Baut den Vorsprung leicht aus. Das wird auch kein Problem sein für sie. Aha. Ja, durchgemogelt. Hat sich gemogelt, noch ein bisschen höher gefahren, also mit den Gieren. Ich sagte, das wird eng mit Lara Gutbirami. Aha, aha. Wenn sie jetzt noch unten das hinzaubert wie im ersten Durchgang, dann schafft sie es. Danke. 1400stel, sie liegt zurück. Im Moment die Schweizerin auf Titelkurs. Oh, ist das spannend. Oh, ist das spannend. Achtung. Schiffrin, nächste Gott. Zwischenzeit. Jetzt geht's wieder um Hundertstel. Oh mein Gott. Schiffrin hat im ersten Durchgang, genau in dieser Passage, ein unglaubliches Feuer abgebrannt. Oh Gott, wenn sie das jetzt auch wieder schafft, dann ist sie Weltmeisterin. Schiffrin oder Lara Gutbirami. Achtung. Schiffrin im Ziel mit der zweitbesten Gesamtzeit. Schiffrin nur Zweite. Lara Gutbirami. Gewinnt nach Sonja Neff endlich für die Schweiz wieder einen WM-Titel im Riesenslalom. Ja, schau, wie sich Lara freut. Ach. Und Katharina Liensberger wird Dritte. Birami 200stel vor Schiffrin. Das ist das engste Weltmeisterschaftsrennen, das es je in der Geschichte gab. 200stel trennen Lara Gutbirami von Michaela Schifrin. Und Liensberger ist nur 700stel langsamer als die Amerikanerin. Unglaubliches Rennen auf des Messers Scheide. Und das sind so die Stellen, wo dann eben 100stel auch verloren gehen. Aber auch Lara Gutbirami hatte ja keinen idealen Lauf.
Alice Robinson hat den undankbaren vierten Platz. Was für ein spannendes Rennen. Und Andrea Filser, das sei noch gesagt, das hatten wir ja vorher schon erwähnt, wird 20. hat damit ihr bestes Riesenslalom-Ergebnis ihrer Karriere rausgefahren. Aber im Moment gehören die Bilder und die Sekunden den Siegerinnen in der Mitte, Lara Gut-Berami. Es gab nur drei Frauen, die es geschafft haben, im Super-G, im Riesenslalom den Titel zu holen. Das ist ihr, Lara Gut, gelungen. Damit gibt es insgesamt 4 Frauen. Alexandra Meißelzer 99, Anja Persson 2005, Anna Veit 2015 ist das auch gelungen. Und sie hat an Medaillen gleichgezogen mit dem unvergesslichen Pirmin Zurbriggen. 9 Medaillen bei Weltmeisterschaften. Katharina Linsberger holt sich ihre erste Medaille. Das ist eine sensationell gute Voraussetzung, um auch im Riesenslalom gut zu sein. Hat ja schon Gold gewonnen im Parallel. Aber in der klassischen Disziplin Riesenslalom auf dem Podium zu stehen, das hätte sie so möglicherweise auch nicht erwartet. Michaela Schifrin als Zweite sammelt weiter Medaillen bei Großereignissen, als wäre es nichts. Wir haben ein spannendes Rennen gesehen. Alice Robinson hat sich wirklich die Seele aus dem Leib gefahren, hat noch 2 Plätze gut gemacht, wird Vierte. Und auf 20 sehen wir jetzt Andrea Filser, auch sie mit guter Leistung, mit Steigerung im zweiten Durchgang. Das ist das, was wir sehen wollten, haben wir auch gesehen. Sicherlich eine der traurigsten heute, Nina O'Brien, die einen Podiumsplatz im Visier hatte und kurz vor Schluss einen Riesenfehler einbaut. Wunderschönes Rennen, ein schöner Auftakt für die klassischen Disziplinen Riesenslalom und Slalom. Morgen ja die Männer, dann am Samstag die Frauen mit dem Slalom und am Sonntag dann Slalom der Männer. Und wenn man sich den Himmel so anguckt, der heute Morgen noch strahlend blau war, da ziehen schon ein paar Wölkchen ein, aber immer noch ein wunderschönes Bergpanorama in Cortina d'Ampezzo. Und sie schüttelt immer noch den Kopf, kann es kaum fassen. Gold im Super-G, Bronze in der Abfahrt, Gold im Riesenslalom. Das ist ihre Bilanz bei dieser WM, denn Slalom wird sie nicht fahren. Nicht unumstritten, Lara Gut-Berami, das muss an der Stelle auch mal gesagt sein. Man respektiert sie für die Leistungen. Aber es gibt nicht wenige ihrer Konkurrentinnen, die ein Problem mit ihren manchmal doch sehr individuellen Meinungen hat. Hat sich in Crans-Montana nicht gerade in die Herzen ihrer Landsleute geredet, als sie den Veranstaltern vorgeworfen hat, eine schlechte Piste präpariert zu haben. Und mit der Wahrheit ist es ja so, man kann die jemanden anziehen wie einen wärmenden Mantel, aber man kann sie auch jemanden ins Gesicht schlagen wie einen nassen Lappen. Sie ist eher der Typ nasser Lappen. Wir hören rein. Das war ganz wichtig für mich. Und ich wusste, wenn ich im GS gut bin, dann bin ich auch in den anderen gut. Aber ich habe schon auch gekämpft. Und dieses Jahr bin ich so richtig Stück für Stück zurückgekommen. Und letzte Woche hatte ich so einen Druck. Ich wusste, dass ich gut fahren kann. Aber ich wollte auch nicht an die Medaillen denken. Habe sie dann aber gewonnen. Und heute war ich eigentlich schon ein bisschen müde. Aber meine Coaches haben mir gesagt, du kannst gut fahren. Mach es einfach. Und es ist wirklich unfassbar für mich.
hier im Ziel zu sein, eine Medaille zu haben und dann noch Gold zu gewinnen als Michaela Schifrin langsamer. Es ist einfach unglaublich. It's always been so important for me in my entire career, and I always knew that